Nicht. Aber gleich. Copy passt. Life ist live. When we all get the power and we all get the. Hoffentlich waren wir schon live. Geht los. Ich begrüße alle Freunde des Instituts für Staatspolitik, die uns eigentlich heute wahlweise in Berlin oder Dresden besuchen wollten. Und begrüße natürlich auch die ganze Ernst-Jünger-Gemeinde, die sich heute unabhängig vom staatspolitischen Salon zugeschaltet haben. Begrüße also alle, die es gut mit uns meinen, hier live aus Schnellroda zum Ernst-Jünger-Abend, der ursprünglich ja zum 125. Geburtstag Ernst Jüngers geplant war. Wir hatten damals, das war so in der Anfangsphase von Corona, als alle noch dachten, das geht an uns vorbei wie ein chinesischer Eishauch, hatten wir das eigentlich für Jüterbock geplant, mit der jungen Gemeinde in Brandenburg, junge Gemeinde sage ich schon, junge Alternative in Brandenburg. Und wir, das fiel dann aus. Dann war Jüngers Geburtstag vorbei und wir hatten eigentlich gedacht, gut, dann war es das. Dann hat die junge Alternative in Berlin dann vor einigen Wochen nochmal eine Initiative ergriffen und wir haben dann unter Corona-Bedingungen, das heißt vor reduziertem Publikum, diesen Abend gestaltet, also Leben und Werk Jüngers, als auch so ein bisschen die Gestalten, die Ernst Jünger geschaffen hat, die er in der Literatur verewigt hat. Und heute war eigentlich geplant, dass wir uns in Dresden treffen. Das ist auch Corona zum Opfer gefallen. Ursprünglich konnten wir da mit 45 Personen planen. Nachdem irgendwelche Werte gestiegen waren, waren wir dann bei 25 Personen und schließlich waren wir bei 10. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir jetzt so viele Leute außen vor lassen, dann können wir es auch gleich live aus Schnellroda senden. Wir beide werden uns heute so ein bisschen die Bälle zuspielen. Wir werden zum einen Leben und Werk Ernst Jüngers würdigen. Ich würde mal sagen, in beiderlei Hinsicht. Vielleicht die ein oder andere Anekdote einflechten, die uns beide mit Ernst Jünger verbindet, beziehungsweise wir mit ihm verbinden. Und ja, vielleicht hast du auch noch ein begrüßendes Wort an unsere Gäste. Immerhin ist es ja, möchte ich dir nochmal kurz eine Premiere, dass eine wir Premiere. Live aus Schnellroda, ja, genau. Hätte ja. Glaube ich vor 10 Jahren auch niemand gedacht, oder? Nein, also live aus Schnellroda zum 125. von Jünger. Warum Jünger? Das ist, glaube ich, schnell beantwortet. Er ist einer der prägenden Autoren unserer Denkrichtung, auch wenn das denen, die ihn lesen und meinen, dass er gar nicht unbedingt unser Vordenker sein sollte, nicht gerne hören. Es ist unzweifelbar so, dass über Jünger sehr, sehr viele Köpfe zu uns finden, dass wir von Jünger und der Jüngerlektüre stark geprägt worden sind, dass er ein unglaublich faszinierendes Leben geführt hat, dass er tatsächlich der Seismograph des sogenannten kurzen Jahrhunderts ist, des 20. Jahrhunderts, das von 1914 bis 1989, 90 gedauert hat und dass er von A bis Z durchlebt hat, in wechselnden Gestalten, muss man sozusagen. Ja, ja. Ja, und deswegen, also wir haben ihn jetzt auch beispielsweise in unserem neuen Kalender als eines der Kalenderblätter natürlich aufgenommen. Er gehört einfach zum absoluten Kernbestand unserer Lektüre. Warum haben wir jetzt keinen Kalender da? Den können wir ja nachher nochmal reinhalten. Den können wir uns ja nochmal reinhalten, genau. Ja, damit die Leute auch wissen, wie Jünger aussah. Gut. Wir sind nämlich ein bisschen gehandicapt. Wir hatten ja die Veranstaltung damals in Berlin, war mit einem Lichtbildervortrag. Das ist so aus rechtlichen Gründen so ein bisschen Graubereich, deswegen verzichten wir heute mal drauf und haben hier allerdings eine Auswahl an Büchern ausgebreitet, damit wir heute mal was vergessen haben, nachschlagen können. Mhm, und das ist auch mal was in die Kamera halten. Genau, ja, genau. Hier vielleicht mal, das ist in guten alten Antaios-Zeiten, ne? Genau, als ja, also hier noch Ernst Jünger richtig gepflegt wurde. Ja. Die Reihe Das Luminar. Ja? Genau. Aber wir wollen, kommen wir später zu. Genau. Ja, wir fangen mal an mit dem Leben Ernst Jünger. Genau. 1895 geboren. Ja. Und zwar als Sohn gebildeter Eltern. Das muss man gleich vorweg schicken. Seine Mutter, Süddeutsche,
lese begeistert. Also eine ganz gebildete Frau, von der es hieß, dass sie also Teile Goethes auswendig aufsagen konnte und die eben so diese literarische, bildhafte, blumige Seite der Erziehung abdeckte. Auf der anderen Seite. Der Vater, Naturwissenschaftler, Chemiker von Hause aus, der es durchaus mit einer ausgesprochenen Geschäftstüchtigkeit zu einigen Vermögen gebracht hat und sich dann später irgendwann nach Sachsen, nach Leisning zurückzog in eine Apotheke, die dort betrieben hat. Aber die entscheidende Figur ist in der Tat der Vater, der ihn immer wieder an den frühen Lebensstationen von Jünger in eine bestimmte Richtung geschubst hat. Mhm. Also dem noch etwas orientieren, suchen, Jugendlichen die Tipps gab. Und ich glaube, wir lassen mal die Jünger hat auch einige Geschwister gehabt. Ja, die spielen jetzt keine so besonders große Rolle, außer vielleicht Friedrich Georg, die können wir vielleicht noch mal kurz erwähnen. Ja. Aber der entscheidende, eigentlich der erste Punkt, wo Jünger aus seiner Alterskohorte heraustritt, also Jünger ist natürlich wie jeder andere zur Schule gegangen, er war ein Wandervogel, also ein schlechter Schüler gleichsam. Ja. Und das erste Mal, wo er aus diesem raustritt, ist eigentlich, als er als einer der wenigen seiner Generation, zumindest in dem Alter, 1913, den Abenteuerdrang nachgibt. Genau, und zur Fremdenlegion abrückt. Also er lässt sich anwerben und reist über Marseille weiter nach Algerien, weil er eben unbedingt nach Afrika will. Er hat sich das ungefähr so vorgestellt. Also Afrika war überhaupt für ihn der Kontinent, in dem die Dinge noch unverfälscht ursprünglich abliefen, in dem es noch tödliche Krankheiten gab, schwarze Flecken, Unerforschtes, in dem im Grunde der nicht durch die Zivilisation von der Natur abgeschirmte Mensch sich bewähren müsse. Und Fremdenlegion eben nur als Sprungbrett. Er dachte, er lässt sich da mal eben nach Algerien verschiffen, weil er kein Geld hat, also eine kostenlose Überfahrt. So wie Asterix im Grunde. Genau, und dann bricht er aus und wandert irgendwie zu Fuß einmal quer durch die Sahara Richtung Kongo. Also eine herrlich romantische Sache, die er aber tatsächlich eben umgesetzt hat. Hm. Er ist dann tatsächlich in Algerien, in der Fremdenlegion gelandet, ausgebrochen, wurde wieder eingefangen und dann von seinem Vater, das ist eben diese entscheidende Wendung, zurückgeholt. Und gibt es eine Anekdote, die sehr viel über diesen Vater aussagt. Mhm. Ja. Hat er nämlich gesagt, bevor er nach Deutschland zurückkam, lass dich fotografieren. Lass dich fotografieren, ja, genau. Und sonst hätten wir das schöne Dokument nicht, wären es Jünger in Fremdenlegionsuniform im Grunde, nicht mal ein Jahr vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, wo er im Grunde 4 Jahre lang gegen diese Franzosen kämpfen wird, ja, in der Uniform der Franzosen da sitzt. Ja, genau, was ihm auch gar nichts ausgemacht hat. Ja, und das ist auch interessant, also der Erste Weltkrieg bricht dann eben aus. Eine ungeheure Szene, die er schildert, ich weiß gar nicht genau, in welchem Buch er die schildert, beschreibt, also wie sie dort gerade, die sind umgezogen, wieder zurück in Richtung Hannover, ich glaube Wunsdorf. Das ist ein einzelner Aufsatz. Ja, und wie dann der Melder ins Dorf rollt und ausruft, dass der Krieg erklärt worden sei. Und wie dann der Dachdecker, mit dem er gerade irgendwie auf dem Dach oben sitzt, um noch ein paar Platten wieder festzumachen, behutsam den Hammer beiseite legt, weil in dem Moment eine andere Uhr in ihm anspringt. Er ist nämlich Reservist und muss jetzt einrücken. Und Jünger rückt natürlich gleich mit ein. Also Jünger meldet sich freiwillig, wird ja zunächst nicht beachtet aufgrund des großen Andrangs, wird dann ja doch genommen in Hannover bei den Füsilieren, Im Gibraltar-Regiment. Genau. Und Jünger hat dann, kann man sagen, diese 4 Jahre Krieg, die hat er komplett mitgemacht, vom 1. August 1914 bis zum 9. 11.1918, den er im Lazarett erlebt hat. Mhm. Diesen Krieg wirklich alle Jahre mitgemacht, abgesehen von den paar Lehrgängen, die er halt machen musste, um Offizier zu werden. Und Lazarettaufenthalt, genau. 14 Mal verwundet. Genau, ja. Goldenes Verwundetenabzeichen. Im Grunde auch hier wieder der Vater entscheidend in zweierlei Hinsicht. Zum einen rät er dem Ernst Jünger, der als normaler Muschkote eingezogen wurde, werd Offizier, meld dich zur Offizierlaufbahn. Und das Zweite ist, schreib Tagebuch. Genau. Und dieses Schreibtagebuch hat sich im Grunde dann insofern bewährt, als Jünger daraus dann die Stahlgewitter geschöpft hat. Aber vielleicht noch 2, 3 Sätze zum Ernst Jünger im Ersten Weltkrieg. Er ist als Stoßtruppführer dann eingesetzt gewesen, spätestens seit 1915 an der Westfront. Seit November 15 war er Leutnant
und hat sich dort mehrfach ausgezeichnet und ist als einer der ganz wenigen Infanterieleutnants mit dem Polymerit ausgezeichnet worden. Und dieser Polymerit ist im ganzen Weltkrieg nur 687 Mal verliehen worden, nur an Offiziere. Und die Infanterieleutnants kann man im Grunde einer Hand abzählen. Und zu denen zählen eben auch Leute, die dann später es militärisch noch zu einigen gebracht haben, nämlich zum Beispiel Schörner und Rommel. Auch die haben damals als Infanterieleutnant den Polymerit bekommen. Tja, und diese Sache ist im Grunde sein Startkapital, ja, für die Nachkriegszeit. Vielleicht ganz wichtig und typisch für Jünger auch, er hat ja tatsächlich als eine dieser Kriegsameisen begonnen, als normaler Soldat im Schützengraben, ungeheure Erzählungen, wie er in diesen Marmorgräben, die dann bei Regen, Kalkgräben, die dann bei Regen zusammenrutschen, diese furchtbaren Monate übersteht und dann aber immer eine ihm gemäße Form des Kriegs sucht. Und zum einen hat er geliebäugelt mit der Jagdfliegerei. Mhm. Also das heißt, er wollte eigentlich einer dieser Einzelnen sein, die da oben für sich durch die Luft kurven und den Feind bekämpfen. Auch dieses Ritterliche daran hat ihm irgendwie sehr zugesagt. Überhaupt ist es ja so, dass dieses Stahlgewitterbuch, das so ein bisschen als die Gott sei bei uns Lektüre gilt, eben keinesfalls so ist, dass er hier über den Gegner herabwürdigend schreibt. Er schreibt über den Gegner als jemanden, der ihm ebenbürtig ist und den er eben niederzuringen hat, weil das nun eben der Beruf des Soldaten und die Aufgabe des Soldaten ist, den Krieg zu führen und ihn womöglich zu gewinnen. Er geht nicht zu den Fliegern, kommt nicht zu den Fliegern und findet dann aber eben im Stoßtrupp die ihm gemäße Form. Und der Stoßtrupp ist eben auch die kleine Einheit, die im Grunde autonom geführt wird, also nicht im großen Regimentsverband irgendwie massenhaft angreift, sondern mit ein paar wenigen Leuten den Graben des Gegners stürmt, um Beute zu machen, entweder Gefangene oder Material, und die dadurch eben sowas wie eine Selbstbestimmung zulässt. Also im Rahmen des Bedingtseins durch den Gesamtkrieg und den Gesamteinsatz Freiräume der Selbstbestimmung. Genau, die kleine Kampfgemeinschaft, so, die man im Grunde selbst organisieren kann. Genau. So, das hat er bis zur Perfektion gebracht, weswegen er dann auch nach dem Ersten Weltkrieg, wie gesagt, das Ende erlebte er am Lazarett, und nach dem Ersten Weltkrieg ist er zunächst in der Reichswehr verblieben, hat zum einen seine Tagebuchaufzeichnung zu dem Buch In Stahlgewittern umformuliert, beziehungsweise aus den Tagebüchern das Buch geschrieben, das zunächst im Selbstverlag veröffentlicht. Ich glaube, die lustige Anekdote ist, dass der Gärtner des Vaters als in der Erstausgabe als Verlagsname auftaucht. Genau. Weil Reichswehrangehörigen ja das Verlegen von Büchern verboten war. Ja. Jünger war Reichswehrangehörige und hat eben dann auch mitgewirkt an der Ausbildungsvorschrift für die Infanterie, die in diesen Jahren entstanden ist. Und hat im Grunde dieses Soldatenleben jenseits des Grabens relativ schnell satt gehabt. Genau, der ist dann zum Studium nach Leipzig gegangen, hat Zoologie studiert, war auch in Neapel für ein Semester, glaube ich, und hat dort Meeresbiologie studiert, hat das Studium aber nicht abgeschlossen, sondern tatsächlich unter dem Eindruck des Erfolgs auch seiner Bücher eine Karriere als freier Schriftsteller bzw. eben als, kann man sagen, nationalistischer Publizist und Herausgeber betrieben und war dort tatsächlich dann auch einer der entscheidenden Köpfe. Genau, man darf vielleicht noch eine Sache zurück, die ganz interessant ist, das habe ich jetzt durch die Lektüre dieses Greta Jünger Buchs, also da gibt es eine Biografie über Greta Jünger jetzt, seine Frau, die er 1925 geheiratet hat. Als Reichswehrleutnant wäre ihm die Heirat im Grunde nicht genehmigt worden. Damals brauchte man als Offizier noch eine Genehmigung zur Heirat. Und als Leutnant hat man so wenig verdient, dass man im Grunde nicht in der Lage war, eine Familie zu ernähren. Das heißt, frühestens ab Hauptmann hat man eigentlich die Genehmigung bekommen zur Heirat. Das heißt, er war in so einer Mischung eigentlich auch gezwungen, die Reichswehr zu verlassen, wenn er Greta von Jeinsen heiraten wollte. Was er dann gemacht hat, die sind nach Leipzig gezogen. Dann gab es das erste Kind 1926, Ernst Jünger Junior. Und dieses Studium ist sicher auch damit, hängt damit zusammen, er musste eine Familie ernähren. Und die einzige Möglichkeit
vom Ehrensold des Polymerieträger konnte er nicht leben, war im Grunde die Publizistik. Sie sind dann relativ schnell nach Berlin gezogen. Genau. Dort mit wechselnden Wohnorten und dort sind im Grunde auch die Sachen entstanden, abgesehen von den Stahlgewittern und diesen Kriegsschriften. Ich glaube, wir haben den Band jetzt nicht hier. Also wir haben mit dem Kriegsschrift. Stahlgewitter haben wir hier in dieser opulenten Ausgabe, die von Helmut Kiesel, dem Heidelberger Germanistikprofessor, bei dem zu studieren ich die Ehre hatte, herausgegeben worden ist. Das ist ja eine komparatistische Ausgabe, die eben verschiedene Fassungen der Stahlgewitter nebeneinander stellt. Das ist ja eine dieser Sachen, die bei Jünger sehr wichtig war. Er hat Werke umgeschrieben, also er hat weiter dran gearbeitet und geschrieben und hat sie im Grunde seiner neuen Schau der Dinge beziehungsweise auch der Lage, in der er sich befand, angepasst. Und das ist bei den Strahlungen intensiv passiert. Ich habe hier beispielsweise noch liegen, der Krieg. Du meinst als, Stahlgewitter zunächst mal. Stahlgewitter, jetzt der Krieg als inneres Erlebnis. Genau, das findet sich ja alles hier in diesem Band versammelt mittlerweile, in den Erstausgaben. Krieg als inneres Erlebnis, Schriften zum Ersten Weltkrieg. Und hier ist übrigens auch das von dir angemahnte Kriegsausbruch 1914, dieser Aufsatz drin. Genau. Ja. Und hier, das ist im Grunde die Phase Ernst Jüngers, die in Leipzig beginnt und in Berlin weitergeht bis ungefähr 1929. Ernst Jünger als Deuter des Weltkriegserlebnisses. Ja. So. Ja. Ja, das ist die Phase und dann findet er langsam zu dem nationalrevolutionären Publizisten. Da gibt es dann die politische Publizistik. Das ist von Sven-Olaf Bergkötz herausgegeben. Fängt 1920 an, glaube ich, als er dann die ersten Rezensionen irgendwie veröffentlicht. Hin dann 1933, die letzten Sachen. Und der Wechsel im Grunde der Perspektive findet dann mit der ersten Ausgabe des Abenteuerlichen Herzens 1929 statt. Ne? Also das ist auch eine Sache, auf die wir vielleicht nachher nochmal zu sprechen kommen können. Ich finde ja diesen nationalistischen Ernst Jünger nicht so besonders interessant. Also das ist etwas Erwartbares, dass ein kriegsheimgekehrter, hochdekorierter Leutnant vollkommen entsetzt sein musste über das, was mit dem Versailler Vertrag und dieser Oktroyierung der Kriegsschuld und dieser Verdammnis eigentlich der tapfer kämpfenden Nation geschehen musste, dass er sich also dagegen wirft, dass er Revanche fordert, dass er zunächst publizistisch versucht, hier Mobilmachung zu betreiben. Das ist aber nicht, finde ich, nicht besonders interessant, auch nicht besonders literarisch, nicht wertvoll. Ja? Mhm. Und dieser Wert, also ich finde die Kriegsbücher dann sehr viel besser. Mhm. Ja? Und dann der eigentliche literarische Sprung findet mit der ersten Fassung des Abenteuerlichen Herzens statt. Habe ich in dieser Klett-Cotta-Ausgabe, das war lange nämlich nicht erhältlich und dann gab es plötzlich diese erste Fassung mit einem Vorwort von Michael Klett, dem damaligen Verleger, wieder, völlig zerlesen. Das ist im Grunde sowas wie magischer Realismus, das ist Surrealismus, das sind Traumsequenzen, das sind Erlebnisse, das sind Beobachtungen, das sind Forderungen, aber das geht alles weit über dieses enge Korsett eines revanchistischen Nationalismus hinaus. Genau, also bei Jünger muss man vielleicht noch dazu sagen, dieser Revanchismus nähert sich natürlich vor allen Dingen auch aufgrund der Verteilung der Macht in der Nachkriegssituation. Das heißt, die Leute, die nicht mit vorne waren, bestimmen jetzt, was gesagt wird. Das heißt, das ist so eine bestimmte Abwehrhaltung gegen diese Art von Missachtung, ja, die da ihm entgegenbricht. Und beim Abenteuerlichen Herzen ist es ja schon auch so, dass das auch etwas davon lebt, ja? Dass man jetzt die eigene Position gewissermaßen transzendiert. Also man schaut jetzt auf sich, also durch diese Traumsequenzen, wo steht man, was hat man getan und versucht das jetzt weniger von einer konkreten Ebene aus zu sehen, sondern eben diese klassische Formulierung, die an Temperaturerhöhung leiden. Ja? Die bleiben ja trotzdem da, aber die werden nicht mehr konkret gefasst. Die wollen jetzt keinen neuen Staat. Die wollen jetzt nicht das Sozialversicherungssystem der Weimarer Republik ändern, sondern die wollen etwas ganz anderes. So. Und das bewegt sich mittlerweile in einer Ebene, die man dann philosophisch nennen kann, dass er die Sachen eben grundsätzlich anfasst, ohne dass eben an diesen konkreten
Phänomenen der Gegenwart noch festzumachen. Und deswegen ist das eben ja auch ein zeitloses Werk, im Gegensatz vielleicht zu diesen Kriegsschriften, wenn man vielleicht will. Er zielt im Grunde auf so eine Gemeinde der Eigentlichen. Ja? Das sind die Eigentlichen. Und das ist ja eine Sache, bei der die Jüngerlektüre dann auch etwas sehr Suggestives bekommt, weil man ja unbedingt einer von denjenigen sein will, die zu den Eigentlichen gehören oder zu denen, die begreifen, was er andeutet. Ja, die also einen ähnlichen inneren oder äußeren Erlebnishorizont haben, wie er ihn hat. Ja. Also das läutet eine andere Phase ein und die wird interessanterweise gar nicht so sehr literarisch sofort fortgesetzt, sondern ja durch diese, würde ich mal sagen, drei großen bahnbrechenden Essays, die dann noch vor der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten publiziert werden. Also wir haben zum einen den Essay Der Arbeiter, Herrschaft und Gestalt. Ein wirklich bahnbrechendes Buch, das so ernst genommen wurde, dass sich also selbst philosophische Kapazitäten wie Heidegger intensivst mit dieser Schrift auseinandergesetzt haben. Das zweite wäre der Essay Die totale Mobilmachung. Und das dritte wäre der Essay Über den Schmerz. Ja, habe ich was vergessen? Nö, eigentlich nicht. Ja. Also der Schmerz ist halt 34 erst erschienen, aber das ist egal, das fällt auch im Grunde in diese Übergangsphase. Beim Arbeiter würde mich jetzt persönlich mal interessieren, mich hat im Grunde immer gewundert, nach Lektüre des Buches, dass es also offenbar ja sehr viele Leute gegeben hat, die ja ernsthaft dachten, er meint den Proletarier damit. Also den Arbeiter, der jetzt jeden Tag in die Stechuhr geht. Genau. Aber das betont er ja auf jeder dritten Seite, dass er den nicht meint. Also ich verstehe nicht ganz genau. Ist ja auch so gegangen? Ja, das ist halt einfach ich glaube, dass diese Vokabel der Arbeiter oder der Arbeiter- und Bauernstaat oder der Arbeiter eben als Figur so festgelegt und gesetzt war durch den Aufbruch der Sowjetunion, durch also diese Fixierung auch des Kommunismus oder der linken Ideologie auf den Arbeiter als Typ, dass Jünger ihn nicht so umprägen konnte als Begriff für das eigentlich vorhatte in diesem Buch. Also ich verstehe, ich sehe auch, dass die Leute nicht verstehen wollten. Das Buch, der Arbeiter wurde ja dann auch begriffen als derjenige, der dann in der nationalsozialistischen Arbeiterfront irgendwie organisiert sein könnte. Das ist doch klar, das ist Quatsch. Er meint damit einen Typus. Er meint, dass sich das ändert, das bürgerliche Zeitalter. Bürgerliche Zeitalter ist vorbei, jetzt kommt das Zeitalter des Arbeiters. Ja. Und da gelten andere Regeln. Absolut. Nämlich die Freiheit, die Freiheit heißt nicht mehr wovon, sondern wozu. Ja, das ist der entscheidende Punkt, der sich ändert. Ja. Und da wäre man natürlich bei der Frage aus meiner Sicht, was mir auch mal umgetrieben hat, diese etwas wohlfeile Behauptung, man sei nur der Seismograf gewesen, auf dem man dann, nachdem das Erdbeben stattgefunden hätte, eingeschlagen hat. Also ich lese die Schrift schon so, dass er das, was er da beschreibt, eigentlich will. Auf jeden Fall. Nur ist ihm dann irgendwann klar geworden, und zwar relativ früh klar geworden, dass es der Nationalsozialismus nicht sei. Also das ist eben nicht genau das, was er will. Da können wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Also vielleicht halten wir fest, ganz wichtig, Jünger hat zwar diese rasenden Essays geschrieben, 32, 33, 34 publiziert, aber war spätestens 33, 34 bereits auf Distanz zu dem, was kam. Das haben wir bei anderen, die das zunächst auch begrüßt haben und später sich zurückgezogen haben, länger gedauert. Bei ihm war das sehr, sehr früh. Ja. Und zwar bis hin zur offenen Verweigerung, sich zu beteiligen, bis hin zur offenen, beinahe frechen Absage gegen Avancen, die ihm das Regime gemacht hat. Und bis hin zur Unterstützung in Not geratener intellektueller Freunde und Bekannter, die er bei sich einquartiert hat, die er versucht hat zu schützen, denen er versucht hat, juristisch zu helfen, wenn sie dann ins Gefängnis kamen und so weiter, was bis dorthin führte, dass bei ihm auch die Gestapo einritt, um mal zu schauen, was er denn so alles zu liegen hat in seiner Wohnung. Genau, also Hausdurchsuchung, daraufhin hat Jünger viele Briefwechsel verbrannt, insbesondere mit Ernst Nikisch. Und Ernst Jünger hat dann mit seiner Familie Berlin verlassen. Das ist erst Richtung Goslar. Also wir gehen, heißt mit anderen Worten, in Berlin ist jetzt die nationalsozialistische Revolution, wir gehen mal in die Provinz.
Wir gehen erst nach Goslar, dann nach Kirchhorst bei Hannover. Genau. Das war also die Phase vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Er hat dann weiter publiziert, interessanterweise 1936, die Afrikanischen Spiele. Das heißt, im Grunde seine Jugendgeschichte, die Geschichte vor dem Ersten Weltkrieg, wie kam er zur Fremdenlegion. Daran kann man schon eine gewisse, tja, so ein Schreiben, innere Immigrationsschreiben sehen. Ja? Also wieso jetzt die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, wieso jetzt nicht aktuell, wieso verklausuliert, ich will das geheime, wilde Afrika und nicht so diesen geordneten Obrigkeitsstaat, der das Nationalsozialismus Deutschland ja schnell war. Und dann natürlich, interessanterweise, im Moment, als der Zweite Weltkrieg ausbricht und Ernst Jünger ja nicht davon ausgegangen ist, dass er jemals nochmal wieder die Uniform anziehen muss, erreicht ihn dann ein Telegramm, zum einen mit der Beförderung zum Hauptmann, bis dahin war er nur noch Leutnant, immer noch Leutnant, der Einberufung zum Wehrdienst. Und ich glaube, am selben Tag kamen die Druckfahnen von der Hanseatischen Verlagsanstalt mit auf den Marmorklippen. Ja, also die habe ich sogar in einer schönen Ausgabe. Das ist die Nachkriegsausgabe. Schön ist vor allen Dingen die Widmung darin, ja, muss ich neidvoll zugestehen. Genau, die ist für Gerhard Nebel, diesen Denker, über den du ja einen Perspektivenband in der Frühphase unseres Verlags verfasst hast. Also, das ist auf den Marmorklippen und das ist natürlich, muss man sagen, eins der Werke, die man unbedingt gelesen haben muss, nicht nur als Germanist, sondern überhaupt als jemand, der sich am geistigen Genau, warum muss man das gelesen haben? Gespräch das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen anders als bei anderen Jüngerbüchern, weil ich finde, das ist jetzt stilistisch ja nicht brillant, sondern, sagen wir mal, auf eine Art abgehoben, die schon fast komisch wirkt. Genau, also lass uns darüber kurz reden. Bitte. Ernst Jünger hielt dieses Buch ja für stilistisch brillant. Hm. Ja? Du hältst es für stilistisch nicht brillant, nee, sagst sogar, es geht bis zum parodierbaren Kitsch beinahe von genau. der Sprache her. Ja. Und ich stehe vermutlich dazwischen. Mhm. Also ich finde es schon unglaublich sauber, vom Stil her durchgearbeitet. Es ist ein Ton, mhm. ja, aber es ist natürlich so, dieser Andeutungsduktus, auch jeder Kleinigkeit ein ungeheures verbales Gewicht zu geben, ist hier voll ausgeprägt. Mhm. Nicht ohne Grund kann man diesen Slang beinahe nachmachen. Wenn man sich ein bisschen eingelesen hat, könnte man jeden Abend eine Seite auf den Marmorklippen genau. schreiben. Man muss bloß zum Substantiv das richtige Adjektiv finden genau. und möglichst zwei. Ja. Und bestimmte raunende Wendungen einbauen und dann ist man bei Jünger. So, trotzdem, warum muss man es gelesen haben? Also ich denke, man muss es gelesen haben, um die Situation 1939 in Deutschland zu begreifen. Insbesondere die Situation derjenigen, die rechts waren, konservativ waren, aber keine Nationalsozialisten waren. Was haben die gedacht? Wie kommen wir aus der Situation raus? Und das ist, glaube ich, eine Sache, die Jünger hier wirklich idealtypisch beschreibt. Mhm. Da würde ich immer alles zugeben. Also die Überlegung, wir können nicht mehr machen, als den Kern, den guten Kern, den deutschen Kern bewahren, ja, aus diesem Sturm mit rausnehmen. Das ist ja der Schädel von dem Grafen, dem Smyra. Genau. Und der wird bewahrt, der wird gerettet. Zunächst mal in ein anderes Land, aber daraus wird der neue Dom geschaffen. Also es ist die Geschichte eines Küstenstädtchens, das von der Hochebene aus durch hungrige Horden überrannt wird, die irgendwie zum selben Stamme gehören und so weiter, aber eben die hungrigen Ungehobelten sind, das Städtchen aber auch nur deswegen erobern können, weil es sich nicht mehr wehren kann, weil es irgendwie seine Wehrbereitschaft verloren hat. Sie haben es zersetzt vorher, ja. Also das ist der Oberförster, der da genau, sozusagen die Prärie-Indianer sozusagen loshetzt und der aber nicht nur den offenen Konflikt sucht, sondern der Oberförster ist irgendwer derjenige, der auch innerhalb der Stadt die Elite zersetzt und damit auch die Wehrkraft zersetzt. Mhm. Und Jünger beschreibt das natürlich so, und es ist ja auch so, der Oberförster war früher mal ein Kumpel von mir. Also wir haben gemeinsam im selben Regiment gedient, so ungefähr, hatten dieselben nationalrevolutionären Ideen. Die Purpurreiter. Genau, und stehen jetzt aber auf der entgegengesetzten Seite. Genau, also jetzt wird aus Sicht des Marina-Bewohners, also des Küstenbewohners sozusagen zu viel kaputt gemacht, zu viel planiert,
zu viel Unheil angerichtet, dadurch, dass hier die neue Kraft kommt. Also so. Und Jünger entwickelt Figuren, idealtypische Gestalten in diesem Roman. Diejenigen, die eben kultiviert den Widerstand durch reine Geistesmacht pflegen. Das ist einer dieser unglaublichen Begriffe, den Widerstand durch reine Geistesmacht. Den Kleriker, also denjenigen, den Pater Lampros, der etwas weiß, der viel mehr weiß als andere, der sozusagen aus Quellen schöpft, die anderen nicht zugänglich sind. Den Fürsten Synmyra, der eben tatsächlich versucht, durch ein Attentat den Oberförster zu stoppen, was als beinahe übermenschlich seherische Beschreibung des späteren Stauffenberg-Attentats gelesen wurde, als dann das Attentat erfolgt war. Den Oberförster selber, der wechselweise Hitler, Stalin oder Göring sein kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich dich da unterbrechen darf. Was beschreibt Jünger da eigentlich? Ich habe jetzt gesagt, man versteht damit die Situation 1939 in Deutschland besser. Aber man versteht im Grunde ja die ganze Situation Europas Ende der 30er Jahre besser. Weil es ist ja durchaus nicht so, dass es zwingend jetzt Hitler damit gemeint oder Göring damit gemeint sein muss mit dem Oberförster. Sondern die Deutung, dass Stalin damit gemeint, liegt im Grunde ja zeitlich viel näher. Weil die Verbrechen, von denen da die Rede ist, im Grunde der Situation ja viel mehr auf Stalin passen. Jünger hat das natürlich ganz geschickt von sich gewiesen. Er hat mit diesem Buch insofern 1939, 40, 41 ein Problem gehabt, als in der Schweiz Rezensionen erschienen sind, die dieses Buch also durchaus als Anti-Hitler-Buch gelesen haben, worüber er nicht besonders erfreut war. Warum? Da dem Schweizer Rezensenten nichts passieren konnte, ihm durchaus schon. Und er hat dann später auch immer weit von sich gewiesen, was man ihm zur Ehre schon betonen muss. Nach dem Krieg dann? Genau, dass es also keine Widerstandsparade gegen Hitler gewesen ist, sondern im Grunde eine Situationsbeschreibung des Zwischenkriegs-Europas, wenn man so will. Ja. Also das Erstaunlichste daran ist für mich auch immer noch, dass wir es ja auf der einen Seite mit dem Arbeiter und anderen Essays mit Überlegungen zu tun haben, die durchaus exakt im Geiste der Zeit geschrieben waren, dass es nämlich auf das Schicksal des Einzelnen nicht ankommt, wenn sich ganze Völker bewegen. Also wenn im Grunde die Erde planetarisch neu geordnet wird unter der Führung der Ingenieure, der Arbeiter, also der Gestalter mit diesem Heer von unbekannten Soldaten unten drunter, die das zu erleiden haben, was hier gerade neu geschaffen wird, aber dass es notwendig ist und dass es legitim ist und dass es auf das Leben und die Lebensverwirklichung des Einzelnen überhaupt nicht mehr ankommt. So. Und hier ist es exakt das Gegenteil. Also das Leben und das Bewahrenswerte, das findet in der ausgeklügelsten und ausdifferenziertesten, beinahe bis zur Bewegungslosigkeit lahm gewordenen Hochkultur statt, die abgeräumt wird von denen, die sagen, wir gestalten jetzt einfach alles neu. Wir brechen ein, zerschlagen das Porzellan, zünden die Gebäude an und schaffen etwas Neues. So, und das ist, da muss also zwischen dem Jahre 1932, 33 und dem Jahre 1938, 39, der Phase der Niederschrift dieses Romans oder der Vorkonzeption, Ungeheures passiert sein in Jünger. So. Also mit diesem Werk, dessen Fahnenkorrektur er abschließt, geht er in den Krieg, es erscheint, es ist ein Erfolg, es wird gelesen. Er wird als der Autor nicht nur der Stahlgewitter, sondern auch der Marmorklippen verehrt und ist im Krieg. Genau, er hat das Glück, auch solche kritischen Situationen, die die Deutung betreffen, ohne weiteres zu überstehen, weil er innerhalb der NS-Führungsriege eine Menge Fürsprecher hat. Sowohl Hitler als auch Goebbels, so heißt es jedenfalls, ehren in ihm denjenigen, der dem unbekannten Soldaten des Ersten Weltkriegs ein Denkmal gesetzt hat und verzeih ihm so manche Eskapaden. Ja. Jünger macht den Westfeldzug mit, kriegt dort sogar noch das Eiserne Kreuz zweiter Klasse der neuen Form verliehen, was ihn etwas verwundert, weil es nicht für eine kriegerische Handlung, sondern für die Rettung eines Verwundeten bekommt, was ihm schon wieder zu Bemerkungen über die Art des Krieges, der hier geführt wird, verlässt. Und am Ende nach der Eroberung Frankreichs bringt er die meiste Zeit dann im Stab in Paris zu, ist so zuständig unter anderem für die Zensur, also die Propaganda. Eine Sache, was
sozusagen übrig geblieben ist, ist vor allen Dingen seine Behandlung der Geiselerschießung. Das heißt, er war auch dafür zuständig, diese Sachen zu dokumentieren, dort mit vor Ort zu sein, hat dort ein ziemlich nüchternes, typischen Ernst-Jünger-Jargon Protokoll abgelegt, aber er hat es abgelegt und aus daraus geht auch hervor, wie diese Sachen zustande gekommen. Diese Art, also ist vielleicht bekannt, wenn ein deutscher Soldat von Resistance ermordet wurde, wurden so und so viele französische Gefangene in den Konzentrationslager oder wo auch immer die gefangen waren, genommen und als Geiseln erschossen. Das war sozusagen wie eine Art Aufrechnung. War vom Kriegsrecht gedeckt und dementsprechend war Jünger damit betraut. Eine Reise macht er dann in den Osten, in den Kaukasus. Und wird dort Zeuge auch von diesen Gräueltaten hinter der Front? Nicht Zeuge, also er bekommt es erzählt. Also er hat, glaube ich, sogar einmal dann das Angebot bekommen, einer solchen Aktion beizuwohnen, hat es aber abgelehnt und beschreibt es in seinen kaukasischen Aufzeichnungen. Das ist, also da insgesamt sind ja über die Zeit des Zweiten Weltkriegs die Strahlungen erschienen, diese Tagebücher. Und die Gärten und Straßen. Genau, sie sind der Vormarsch auf Paris. Interessanterweise, ganz kurz, die Gärten und Straßen sind noch während des Krieges erschienen. Ja. Und sofort auch ins Französische übersetzt worden, was ganz wichtig war für die. Und das ist erst nach dem Krieg erschienen, 1949. Genau. Ja. Mhm. Und also das gliedert sich in das erste Pariser Tagebuch, dann eben die kaukasischen Aufzeichnungen und dann das zweite Pariser Tagebuch und die Kirchhorster Blätter, als er dann nämlich aus der Wehrmacht entlassen wurde, und zwar recht bald nach dem Attentat Stauffenbergs, in das sein Chef in Paris, der General von Stülpnagel, verwickelt war, der sich dann auch versucht hat umzubringen, es scheiterte, dann wurde er hingerichtet und so weiter. Kam Jünger davon und wurde aber im Grunde entlassen aus der Wehrmacht, was für ihn eine extrem prekäre Situation war, weil die Wehrmacht immer auch bedeutet hat, dass man geschützt war, wenn man eben der Militärgerichtsbarkeit unterworfen war, nicht der Zivilgerichtsbarkeit oder der Parteigerichtsbarkeit. So, die Strahlungen sind ein extrem wichtiges Werk, nicht nur im Werk Ernst Jüngers von der Position her, sondern überhaupt als Dokument. Ja. Also ich habe sie sehr, sehr intensiv mehrere Male auch gelesen. Sehr, sehr interessant, dass Jünger während dieses Zweiten Weltkriegs auch zweimal komplett den Durchgang durch die Bibel vornimmt und in diesen Tagebuch auch Aufzeichnungen sehr, sehr viel zitiert aus der Lektüre, die er eben zur inneren Stärkung und zur inneren Unversehrtheit trieb. Mhm. Ja. Darf man die Frage stellen, ob einem der Jünger der Pariser Jahre sympathisch ist oder nicht? Ob das, was er dann machte, daraus sympathisch ist oder nicht? Ein Dokument ersten Ranges ist es zweifellos. Ja. Du meinst sicher so diese Frage der Etappe? Ja, diese Frage der Etappe, auch der, also dieses in Paris unter Künstlern, unter einer immer noch florierenden künstlerischen Weltstadt lebend aufzuzeichnen und den eigentlichen Krieg zu versäumen. Ja? Na gut, das hat er ja sich im Grunde nicht ausgesucht. Also ich würde mal sagen, Jünger hat den Beweis erbracht, dass er ein Krieger ist im Ersten Weltkrieg. Jetzt kann man sagen, auch Rommel hat den im Ersten Weltkrieg erbracht und er hat dann bis zum bitteren Ende die Leiter erklommen, ja, bis zum Generalfeldmarschall. Das war Jünger nicht gegeben. Also das im Grunde ist auch bezeichnend, dass Jünger 1939 zum Hauptmann befördert wird und bis 1944 keinen anderen Dienstgrad mehr erreicht hat. Das heißt, er ist nicht mal Major geworden. Das heißt ja schon, dass er sich in der Situation eingerichtet hat und im Grunde auch von seinen Vorgesetzten geschützt wurde. Ja, die haben ihn letztlich in Paris gehalten, vermutlich, weil sie ihn für eine geistige Koryphäe gehalten haben, ja nicht ganz so unrecht. Und die haben ihn aus der Schusslinie genommen. Ich verstehe schon, was du meinst mit diesen Unsympathischen. Letztlich, die Leute sterben an der Ostfront und Jünger geht flanieren, unterhält sich mit Picasso, trifft Celine, lässt sich von dem beschimpfen und pflegt im Grunde noch außerehelichen Affären und verklausuliert das dann in dem Burgunderglas, dass jetzt Frau Ravot ihn verlassen hat oder er sie, wie auch immer.
Tja, Sympathie ist da, glaube ich, ein falscher Ausdruck. Das würde ich sagen, unter dieses schöne junge Wort, das alles gibt es, also würde ich das mal packen. Ja. Er erlebt das Kriegsende in Kirchhorst, ja. Bombardierung Hannovers. Kirchhorst dann ist dort noch Volkssturmführer, gibt aber natürlich beim ersten Warnschuss der Amerikaner das Dorf an den Feind ab, weil er weiß, dass jeder Widerstand nun auf militärischer Ebene zwecklos ist, verweigert die Entnazifizierung, also lässt sich nicht anfassen sozusagen. Also er füllt den Fragebogen genau. Wechselt dann auch von der englischen in die französische Besatzungszone, weil er weiß, dass die Franzosen ihn schätzen. Und zwar unter anderem der raschen Übersetzung seiner Gärten und Straßenwegen, den er zeigen konnte, dass er als nachgeordneter Truppenteil auf dem Weg nach Paris doch dafür gesorgt hat, dass die gefangenen Franzosen oder die eroberten Städtchen und Dörfer weder malträtiert noch geplündert werden und dass das ein oder andere Kulturgut, das er einzuschätzen wusste und der normale Lanzer eben nicht, dann tatsächlich geschützt wurde und bewahrt wurde. Genau. Aber jetzt kommt ein entscheidender Personenspiel. Die Jünger seit 1947 im Grunde brieflich begleitet, sich als großer Fan outet und ihm auch in der Situation, in der sich Jünger nach dem Krieg befindet, nämlich wie alle Deutschen im Grunde nichts zu essen und auch sonst nicht viel, unterstützt. Und auch die ersten Veröffentlichungen nach dem Zweiten Weltkrieg anleiert, nämlich in der Schweiz. Und das ist Armin Mohler, ja, der in der Zeit an einer Dissertation über die konservative Revolution arbeitet und dort im Rahmen dieser Doktorarbeit versucht, mit fast allen Überlebenden irgendwie Kontakt aufzunehmen. Und der Jünger ist so sein Leitstern neben Karl Schmidt. Und es führt dann dazu, nicht nur, dass er ihm hilft, sondern dass es so weit kommt, dass also als Jünger nach Ravensburg umzieht und später dann nach Wilflingen im selben Jahr, dass Mohler dann sein Sekretär wird. Genau, ja. Und das ist eigentlich so, würde ich sagen, auch für die Überlieferung und für unser Ernst-Jünger-Bild, eigentlich eine ganz wichtige Referenz. Weil wir haben den Briefwechsel. Du hast den Briefwechsel Editiert, herausgegeben, durften die Jüngerbriefe damals nicht mit aufnehmen. Das hat uns die Nachlassverwalter nicht erlaubt. Aber wir haben die Mohler-Briefe alle abdrucken können und die Jüngerbriefe so paraphrasieren, dass der Übergang jeweils deutlich wird. Genau. Das Erstaunliche daran ist, dass Mohler, der also wirklich so eine kleine geniale Dissertation verfasst hat, die konservative Revolution in Deutschland, seinem großen Übervater Ernst Jünger als Sekretär zwar treu dient, ihm aber wirklich als Gesprächspartner und als Briefpartner auf Augenhöhe entgegentritt. Das ist ganz erstaunlich. Mohler ist Jahrgang 1920, ist also damals, sagen wir mal, Ende 20 und gibt Jünger wirklich Paroli und fordert vor allen Dingen von Jünger mal eins ein, dass Jünger zu seiner eigenen publizistischen Biografie steht. Also mit anderen Worten, Mohler fordert ein, dass der Jünger, der für ihn bedeutsam war, das ist vor allen Dingen der Jünger der späten 20er Jahre, ist nicht unbedingt der Kriegsschriftsteller, aber dieser des abenteuerlichen Herzens, des Essays über den Schmerz, aber das ist auch der bestimmte Aufsätze, die 27, 28 in den nationalrevolutionären Zeitschriften erschienen sind, dass diese nicht nur in Mohler, sondern in seiner ganzen Generation oder einfach etwas zum Klingen gebracht haben, weswegen sie geworden sind, wie sie wurden. Genau. Dass das Leben ihnen nichts Gewöhnliches mehr war, sondern etwas Außergewöhnliches wurde. Und Jünger versucht jetzt in dieser Nachkriegszeit im Grunde so ein bisschen seine Weltanschauung zu ändern, sondern die Sachen etwas im Sinne des Seismographen umzudeuten. Ja? Genau. Und also das versucht Mohler die ganze Zeit zu verhindern. Also das ist, berührt ja diese sehr, sehr wichtige Frage, ob das Werk eines Autoren in dem Moment, in dem es seinen Schreibtisch verlässt, in dem er das Manuskript in seiner Endfassung in den Satz gibt und zum Druck freigibt, ein autonomes Leben zu führen beginnt und der Schriftsteller nicht mehr dafür verantwortlich ist, was aus diesem Werk herausgelesen, was an diesem Werk als
Brandbeschleuniger verstanden wird für Biografien, beispielsweise für Lebensentscheidungen, für Lebenshaltungen und so weiter und so fort. Und da wird je länger die Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen Mohler und Jünger wert, Mohler immer deutlicher und kritischer, weil er eben sagt, man kann sich am Ende aus der Wirkungsgeschichte von Werken auch nicht herausschleichen. Es gibt eben eine nicht kleine Zahl von Leuten, also vor allem vermutlich Soldaten, Männern und so weiter, die den Arbeiter so lasen, wie Jünger ihn schon auch meinte. Und die diesen nationalen Krieg, der also zunächst ein Revanchekrieg war, gegen Polen, gegen Frankreich, der sich dann zum Weltanschauungskrieg ausweitete und so weiter, ihn durchkämpften, unter Einsatz des eigenen Lebens durchkämpften, weil sie sich sicher waren, dass danach eine Weltordnung aufgerichtet werden könne, die eventuell der des Arbeiters von Jünger nahe kommen würde. Ja? Und die also bereit waren, dieses Opfer zu bringen oder aber zu opfern. Ja. So. Und das ist... Das ist im Grunde eine Dauerdiskussion, die beiden führen. Und die dann ihren Höhepunkt darin findet und damit auch den Bruch zwischen beiden ja erst 1960-61 vollziehen, als Jünger den ersten Band seiner ersten Werkausgabe, der auf 10 Bänden angelegten Werkausgabe, die zwischen 1960 und 1965 erscheint, ediert. Und darin gerade diese Texte der Zwischenkriegszeit, also die Essays, Kampf als inneres Erlebnis beispielsweise, daran macht sich es, glaube ich, vor allen Dingen fest, nicht umschreibt, aber Jünger typisch etwas neu fasst. Und das ist ja eine Sache, die Jünger auch auszeichnet, gewissermaßen, dass er also ein Werk eigentlich nie für fertig hielt. Die Stahlgewitter hat er 7-mal überarbeitet. Also und Kiesel hat sich den Spaß gemacht, wirklich 7 Ausgaben nebeneinander zu legen. Ja. Das ist interessant. Also ja, man muss sich dann irgendwann mal entscheiden, welches eigentlich ist meine Ausgabe. Aber das ist so typisch Jünger. Und das hat ihm Mohler letztlich als Recht dazu nicht abgesprochen. Klar ist der Autor. Aber er hat gesagt, bestimmte Texte, für die darf das nicht sein. Genau. Die gehören ihm nicht mehr, hat er begründet. Genau. Es gibt sowas wie eine Stoßrichtungstreue, die erhalten bleiben muss. Weil unverständlich würde, das war das, glaube ich, das Hauptargument, warum wir damals Jünger hinterhergelaufen sind, wenn die Texte jetzt in der Form nur noch vorhanden sind. Da würde sich jeder fragen, was, wegen dem Zeug seid ihr damals? So. Und das, diese letztlich, ja, muss man auch sagen, damit hat er die eigene Biografie verteidigt. Ja? Also wir sind nicht wegen der frisierten Fassung, sondern wegen der Originalfassung so geworden, wie wir sind. Und man merkt das auch, Mohler hat dann 2 Bücher herausgegeben. Einmal Die Schleife, das nennt sich Dokumente zum Werk von Ernst Jünger. Das ist 1955 erschienen. Im Grunde so eine Mischung zwischen Dokumenten von Ernst Jünger und so Schilderungen von Mohler über Jünger. Und wenn man den Briefwechsel sieht und das daneben liegt, da gibt es eine gewisse Auseinandersetzung um dieses Buch. Weil klar ist, Mohlers will das natürlich in diese Richtung zwingen. So, der eigentliche Jünger, das ist der Jünger zwischen 1927 und 33 oder 34. So, das ist der eigentliche Jünger. Der Jünger will das im Grunde als Vorgeschichte begreifen. Und darum kämpfen die ganze Zeit. Und das zweite ist noch die Festschrift von 1955, die er auch noch organisiert. Ja. So, damit haben wir jetzt im Grunde diese ganze Nachkriegsgeschichte. Wie gesagt, Mohler ist, glaube ich, bis 1953 bei Jünger, geht dann nach Paris als Korrespondent. Entscheidend in dieser Phase, der Waldgang. Genau. Das kann man im Briefwechsel eben auch sehr, sehr gut nachlesen. Waldgang hier gar nicht besonders umfangreich, extrem wichtig, weil es eben eine Figur ist, der Waldgänger ist eine Figur, wie der Arbeiter eine ist, eine Gestalt. Kann man in diesem Briefwechsel eben die Entstehungsgeschichte bzw. die Diskussion, die Jünger mit Mohler über dieses Buch führte, nachlesen. Ja? Ja. Mohler war vom Waldgang beeindruckt. Mhm. Ja? Er war von anderen Büchern, die Jünger in dieser Zeit schon überhaupt nicht beeindruckt. Zum Beispiel Heliopolis. Heliopolis-Roman habe ich jetzt, glaube ich, auch deswegen gar nicht hierher gelegt. Ich auch nicht gerade drum. Von dem war er überhaupt nicht beeindruckt. Nee, der steht auch im Regal. Ja. Okay. Also das ist ja überhaupt so diese
diese Wucht der Bücher nimmt ab. Ja? Ja. Heliopolis, Eumeswil, Gläserne Bienen, dann diese philosophischen Versuche. Der Rivarol, der ja durchaus noch ein Bekenntnis ist zum gewissen überzeitlichen Konservatismus. Ja. Das darf man den ganz unterschätzen. Sanduhrbuch an der Zeitmauer, Aladins Problem. Aber im Grunde und so ist der Vorwurf von Mohler an Jünger, du ziehst dich aus der Debatte zurück. Mhm. Du machst jetzt einen auf so manierierten Beobachter des Gefechtsfelds, maximal. Und diesen Vorwurf hat Jünger ja damit immer gekontert. Erstens, er hat seine Haut zu Felde getragen. Das ist jetzt vorbei. Und er sieht im Grunde nicht, das hat er dann so zeitaltermäßig gedeutet, dass er sagt, die Phase, in der der Einzelne noch was kann, die ist vorbei. Und insofern ist es gut, wenn ich mich aufs Deuten berufe und nicht aufs Machen. Und deswegen war Mohler so über den Waldgang so begeistert, weil der im Grunde nochmal sowas wie eine Anleitung bringt. Ja. Jetzt ist die große Frage, da haben wir uns auch schon unterhalten drüber, was bringt der eigentlich für eine Anleitung? Du kennst, wir haben es in der Sezession abgedruckt vor vielen, vielen Jahren, die Kritik von Ernst Niekisch daran, der im Grunde gesagt hat, Waldgang? Okay, das heißt also, ich bin raus aus dem Spiel. So, da kommt nichts. Würde ich so nicht fassen. Der Waldgang ist einfach die Beschreibung einer Haltung. Und zwar eine Haltung des von mir aus resignativen Typen, ja, den wir auch in dem Buch Das andere Deutschland haben. Und was ist der Vorteil vom resignativen Typen? Du bist nicht korrumpierbar. Und das ist das Allerschlimmste für alle, die herrschen. Und das, glaube ich, das beschreibt er hier, wenn man das mal darauf zusammenfassen will. Genau, also ein Typus, der eingesehen, eine Gestalt, die eingesehen hat, dass sie im Großen und Ganzen den Widerstand nicht leisten kann, dass es aber das Unversehrte gibt, das unbedingt bewahrt werden muss. Und das ist jetzt eine sehr interessante Sache, die ich in aller Deutlichkeit so zum ersten Mal las, als ich vor ungefähr einem Jahr den Band Gespräch im Weltstaat mit gesammelten Gesprächen, Interviews, Begegnungen mit Ernst Jünger in die Hand bekam, der bei Klecktotta auch erschienen ist, wie fast alles von und über Jünger, und der extrem wichtig ist, weil er dort in den späteren Interviews, die also rund um den Waldgang und dann aber deutlich später noch geführt worden sind, immer wieder betont, dass er sich in diesem Interesse an sich selbst und dieser Frage, wie verhalte ich mich in unterschiedlichen Lagen, also im Schützengraben, als Stoßtruppführer, als nationalistischer Revanchist, als Schriftsteller der inneren Emigration, als Hauptmann in Paris und dann eben in der BRD und so weiter, dass er sagt, er sei sich selbst immer treu geblieben. Es gibt einen roten Faden, nämlich das große Interesse an der eigenen Widerstandsfähigkeit und an der am geglückten Versuch, einen inneren Kern unversehrt zu halten, ganz egal, wie die Bedingungen von außen sind, die auf mich zutreten. Ja. Jetzt kann man immer sagen, Jünger hat kein KZ erlebt, Jünger hat keinen Gulag erlebt, Jünger hat sozusagen die Entkleidung der Existenz aufs hilflos Nackte nicht erlebt. Vielleicht hat er sie, sondern sicherlich dort erlebt, wo er Beschießungen beschreibt. Also dieses unsägliche Trommelfeuer, dem der Soldat im Ersten Weltkrieg ausgesetzt war, auf jeden Fall. Ja. Aber so diese... Damals warst du auch nicht deiner Würde entkleidet, trotzdem nicht. Genau. Ja, also, weil du hast einen höheren Auftrag. Das ist noch nicht dieses völlige Ausgeliefertsein, ohne jede Möglichkeit, sozusagen etwas, einen Prägestempel der Situation, dem Tag der Lage aufzuprägen und zu sagen, ich verhalte mich jetzt mit einem klaren Nein oder mit einem rot an die Wand gesprühten W wie Widerstand oder Waffe oder Wolf oder Wir, also Waldgang, oder. Ja. Also, ja, also die, dennoch würde ich diese nachträgliche Erklärung des eigenen Lebenswegs hat natürlich doch eine starke Tendenz zur Stilisierung. Ja. Das ist im Grunde diese Frage, die ich erst kurz angesprochen habe.
Was ist der Arbeiter? Ist das jetzt ein Aufruf oder ist das wirklich die Beschreibung eines Vorgangs? Und natürlich, dass er im Nachhinein großes Interesse daran hatte, das als Beschreibung eines Vorgangs zu begreifen, das verstehe ich auch. Dennoch bin ich da fast bei Mola, der sagt also, dass er sich die eigene Biografie zurechtzimmert. Er lügt nicht, ja, ist ja klar, sondern er gibt dem eine andere Nuance. Also das ist natürlich alles trotzdem passend, ja, also weil Jünger war immer Jünger. Und trotzdem hat er in einer gewissen Phase natürlich Hoffnungen gehabt, dass er in das Rad der Geschichte reingreifen kann. So, und die Hoffnung hat er dann seit 1945 nicht mehr. Oder schon vorher nicht mehr, seit 33 von mir ist nicht mehr. Und das ist auch der Punkt, vielleicht wärst du wahrscheinlich eh drauf gekommen. Es gibt noch einen zweiten Essay, der recht wichtig ist aus dieser Nachkriegsphase, der Weltstaat. Mhm. So. Und auch der ist ja bei Mola auf völliges Unverständnis gestoßen. Und warum? Weil da wieder die alte Frage ist. Also das, was Jünger da beschreibt, kann er ja eigentlich nicht gut finden. Ja, also da beschreibt er im Grunde die völlige Entindividualisierung von allem und jedem, nämlich auch der gemeinschaftlichen Form, die wir uns gegeben haben. So. Und verlässt damit im Grunde das Fundament, auf dem bisheriges europäisches Denken stattgefunden hat. Das ist das Revolutionäre an diesem Essay, dass er das einfach mal klar auszieht. Aber im Grunde ist wieder die alte Frage, beschreibt er was oder will er was? Hm. Ich weiß nicht, wie mich das schockiert hat, als ich auf einer Jüngertagung in Heidelberg war, als ich dort Student war. Da war natürlich der Professor Kiesel mit dabei, aber auch ein Professor namens Strack, glaube ich, der die damals unter dem Titel Titan Technik. Ah, der hieß anders, aber ich weiß, wen du meinst. Ja, der Band steht hier oben, vielleicht kann Gabriel den mal eben raus, in ganz rechts in diesem fast leergeräumten Regal, ganz rechts, Titan Technik. Eins drunter, genau, eins drunter, jawohl, das ist er. Den könntest du mal rüberreichen. Nur den Band. Danke. Und Friedrich Strack, du hast recht, Strack. Ja, na, ja, hätte ich jetzt geschworen, dass er anders hieß. Und ich habe an dieser Tagung damals als Hörer teilgenommen. Mhm. Ich weiß noch, dass es damals der Professor Fröschle war, also der Ulrich Fröschle, der sagte, ganz kalt sagte, dass Jünger eine Gesamtwerksstrategie verfolgt hat ab einem bestimmten Zeitpunkt. Mhm. Und das hat mich sehr schockiert, weil darin ja dieses Berechnende steckt. Mhm. Also wie wird mich die Nachwelt sehen? Derjenige, der, glaube ich, am extremsten diese Gesamtwerkstrategie verfolgt hat, ist Heidegger mit seiner Klostermann-Ausgabe, die irgendwie von ihm persönlich vor seinem Tod auf 102 Bände konzipiert wurde, die genau in folgendem Rhythmus und nicht anders erscheinen durfte. Also er hat dem Nachlassverwalter im Grunde alles aus der Hand genommen und ihn zu einem Gehilfen gemacht, der weit nach dem Tod immer noch für die Daueraktualität Heideggers zu sorgen hätte und so weiter. Ja. Von Goethe sagt man auch, dass er eine Gesamtwerksstrategie verfolgt hat. Ja? Mhm. Und bei Jünger ist das durch diese Gesamtausgaben, die ich nicht besitze, also ich will sie auch gar nicht besitzen, weil mir das so zuwider ist, dass diese... Die sind auch nicht schön. Dass diese einzelnen Bände, die da veröffentlicht wurden in Lagen, die irgendetwas aus den Lesern gemacht haben, ja, die also einen unglaublichen Sitz in ihrer Zeit hatten, am Ende so etwas wie eine gleichgestaltete, so eine Bausteinatmosphäre, alles baut aufeinander auf, alles ist irgendwie, und das ist mir grundsätzlich zuwider. Ja. Und gerade bei Jünger noch stärker, weil mich seine Werke auf eine Art und Weise geprägt haben, also manche seiner Werke auf eine Art und Weise, wie es kaum bei einem anderen Schriftsteller war. Ja. Also ja, ich verstehe, was du meinst. Also bei Jünger ist es manchmal so, diese bestimmten Bücher, die liest man als Beintaschenbuch. Ja? Mhm. So. Das ist bei Heidegger ein bisschen anders. Und bei Heidegger kommt hinzu, dass die Masse dessen, was da in der Gesamtausgabe veröffentlicht wurde, ja ungedruckte Manuskripte sind. Und ich glaube, da war die Tendenz schon so, ich lasse mir nicht von irgendwelchen Nachgeborenen dann erklären, wie meine Manuskripte auszusehen haben. Das ist bei Jünger was anderes. Jünger hat meine Sachen ja selber noch zum Druck gebracht. Ja? Also da
Man muss aber zu seiner Verteidigung sagen, dass meines Wissens nach der Arbeiter, also meiner Meinung nach eigentlich völlig unverändert erschienen ist. Und auch das abenteuerliche Herz, erste und zweite Fassung, unverändert erschienen sind. Das heißt, merkwürdigerweise hat er an diesen Büchern nicht gerührt. Mhm. Ich nehme auch an, weil die zu sehr im Fokus standen, da konnte man nicht viel machen. Und im Grunde ist die Sache so klar, die kann man nur völlig falsch machen. Bei den anderen Sachen, bei den Essays der späten 20er oder der mittleren 20er, das hat mich auch mal gewundert, besonders dieses Kampf als inneres Erlebnis. Das ist teilweise, klar, wir haben ja da, glaube ich, im Anhang zu dem Jünger-Mohler-Briefwechsel auch abgedruckt, so, wo Jünger in einem Artikel in irgendeiner Schweizer Zeitung eben zeigt, was wird verändert. Und da verändert sich schon was. Ne? Also, das ist übrigens auch stark unter dem Einfluss seiner späteren zweiten Frau, der Lieselotte Jünger, geschehen Lieselotte Lohrer, die Lektorin bei Klett war und die von Mohler dann, als sie es gewagt hat, ihm zu schreiben, sozusagen wie ein bisschen im Namen Jüngers, dass es also durchaus sinnvoll sei, an die Werke ranzugehen, weil man jetzt hier eine Gesamtausgabe plane, ihr einen dermaßen gesalzenen Brief um die Ohren gefeuert hat und ihr also wirklich jedes Recht absprach, über diese Dinge zu urteilen. Ja, weil er sagt, das ist keine Aufgabe eines Lektors, sondern das ist eine, im Grunde die Aufgabe einer Generation, die gelitten hat. Da spielt auch die Mann-Frau-Sache eine Rolle. Mohler fühlte sich im Grunde davon abgelenkt. Schon Mohler Hammer am Stiel befestigt ist in dem Moment. Ne? Genau. Wie fest vor allen Dingen. Wir sind aber schon fast bei der Rezeptionsgeschichte. Ja, wir sind jetzt. Weil dort, ich glaube, wir können wo die Sache läuft. Nach genau. Hinten, genau. 70 verweht und ja, so, das lassen wir jetzt mal weg. Wollen wir vielleicht auf die Phase kurz zu sprechen kommen, wo wir dann versucht haben, mit Jünger in Berührung zu kommen. Du bist da ja viel weiter vorgedrungen als ich. Ich habe ihn aber nie zu Gesicht bekommen. Ah, okay. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe ihm nur geschrieben, du auch. Also ich habe ihm immer zum Geburtstag ab einem gewissen Zeitpunkt gratuliert. Habe auch das eine oder andere, oder meine Frau hat ein oder andere Buch hingeschickt zum Signieren. Und es gibt ein ganz interessantes Erlebnis, was vielleicht so ein kleines Licht auch darauf wirft, wie sich jetzt in den letzten 20, 30 Jahren das Jüngerbild verändert hat. Ich weiß noch so, irgendwann im Gymnasium, Oberstufe, als wir so Jünger für uns entdeckten, da haben wir gesagt, boah, der lebt ja noch. Ja? Hätte keiner von uns geglaubt. Und da haben wir dann an das schwarze Brett in der Schule bei uns ein Plakat gemacht. Eine Mitschülerin hat den Jünger gemalt und da wurde geschrieben, Jünger feiert heute seinen, weiß ich, 98. Geburtstag. Und wir kamen uns dabei ziemlich cool vor. So. Wir dachten, hey, als Jünger, und das ist ja schon eine starke Nummer. Und ja, das hatte zur Folge, das Ding wurde abgenommen, wir mussten zur Direktorin, dann gab es einen großen Rapport und dann gab es noch so eine Auseinandersetzung in dieser Schülerzeitschrift, die dann mir sagten, ja, hier gibt es also offenbar so neofaschistische Tendenzen an der Schule, Jünger sei ja klar Kriegstreiber gewesen, Nationalist, Revanchist und so weiter. So, und das war also das Klima und ich habe dagegen dann was geschrieben, nein, also Jünger, das war, wie ihr alle wisst, wie man das so damals gemacht hat, wie man heute macht, so das Autoritätsargument, selbst Franzosen fanden, dass Ernst Jünger also den Krieg gültig beschrieben hat. Ja, wo ist da der Revanchismus? Und lustigerweise war in unserem Deutschbuch Ernst Jünger abgebildet mit Bild und einen Auszug aus irgendeiner Zwischenkriegsschrift. So. Weil das war es die Eberjagd. Nee, das ist ja nicht Zwischenkrieg, das ist ja Nachkrieg. Stimmt. Und das war aber, das war offenbar noch ein Lehrbuch, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber wo man eben auch die innere Immigration, oder vielleicht war es auch der 20-Jahre-Text, aber das gehörte dazu, entweder zur neuen Sachlichkeit oder zur inneren Immigration. So, und diesen Widerspruch, wie soll ich sagen, das schien so nicht zum ersten Mal, aber zum wiederholten Male doch auf, dass irgendwie eine Lücke klafft zwischen dem, wie das so ideologisch gewertet wird und was es in der Wirklichkeit bedeutet. Ja, so. Ja, also das ist, da gibt es ja viele Geschichten, also dass dieses Rumschreien, das Verdikt und Schriftsteller verwerfen und so weiter eigentlich immer ein Kennzeichen für dumme Menschen ist. Rolf Schilling, der Lyriker, hat mir mal erzählt, dass er natürlich in der DDR auch versucht hat, Jünger zu lesen. War schwierig, aber es gelang ihm über Vermittlung von Stefan Hermlin, der wiederum Bücher empfangen konnte und dann mit Jünger in Korrespondenz trat für Schilling, der ein Niemand war damals noch und so weiter. Also ganz interessant. Oder
Das klar war, als die Linke hat etwas gegen Jünger, obwohl er ja mit Annäherungen, Sucht und Rausch, mit diesem Drogenbuch ja sogar etwas geschrieben hat, was irgendwie voll in die 70er Jahre gepasst hat, also in diese Experimente mit Rauschmitteln aller Art, war ja auch ein guter Bekannter des LSD-Erfinders Albert Hoffmann, der mit ihm mehrere Sitzungen. Aber jetzt kommen wir mal zu deinem Erlebnis. So. Ja, also gibt es ein paar mit Hoffmann beispielsweise, war ganz lustig. Ich war mal einmal in meinem Leben auf der Jüngertagung in Wilflingen. Mir war das immer nicht angenehm dort. Aber du kommst aus der Ecke. Ja, aber. Genau, einmal. Und da war das dann so, dass da vorne ein so dermaßen unmöglich langweiliger Vortrag lief über die Struktur der etymologischen Sprache, also irgendein Quark, den niemand verstanden hat, außer dem Referenten vermutlich. Ich bin dann raus, weil ich beinahe eingeschlafen bin und im Windfang, ist ja immer winterlich, Februar, März da, stand ein alter Mann und hat geraucht und hat gesagt, na, ist Ihnen auch langweilig? Und es war dann der Albert Hoffmann. Ah, ja. Schön, das war schon sehr lustig, also, dass ich mit ihm dann so im Windfang reden konnte, während da drin geschwurbelt wurde. So, die eigentlichen zwei Erlebnisse oder Erlebnisversuche waren eigentlich zum ersten 100. Geburtstag. Ich habe damals für die Junge Freiheit eine Beilage organisiert zum 100. von Jünger und war zuvor in Afrika, in Kamerun und hatte dort einen schuhgroßen, blauen, schillernden Käfer erworben. Sowas gibt es nur in Afrika, oder? Ja, wirklich, so ein Vieh. Und das habe ich ihm vorbeibringen wollen. Ja. Bin natürlich kläglich gescheitert an den Stufen der Oberförsterei. Es wurde mir abgenommen und dann konnte ich wieder Dankeschön. Dankeschön. Hat es ja nicht so weit. Ja. Aber war dann Dankeschön und Tschüss. Ja. Und ich habe ihm dann natürlich vor seinem Geburtstag wegen dieser Beilage angeschrieben, ob wir nicht ein politisches Interview für die Junge Freiheit in meiner ganzen Naivität gedacht, Jünger zeigt uns jetzt, wo der Weg lang geht zur neuen konservativen Revolution. Und das ist dann der einzige Brief, den ich in meinem Leben von Jünger bekommen habe. Der hat dann geschrieben. Mhm. Ja. Und das Lustige ist, dass er dort schreibt, leider kann ich Besuche nicht empfangen, ist klar. Ja, und so weil weiter. Du keine Frau bist. Genau. Mit einem Gespräch, das ich mit Gero von Böhm geführt habe, habe ich noch die ein oder andere Ausnahme gemacht. Mhm. Ja. Insgesamt zieht er aber die Flanke vor. Er schreibt, auch sehe ich mich ungern in die Mitte gerückt, ich ziehe die Flanke vor. Ja. Und da dachte ich auch, alter Flügelstürmer. Netter kann man nicht absagen. Ja, also ja. Man zieht die Flanke vor, der hat gleich erkannt, dass ich mit diesem Begriff was anfangen kann und dass ich jetzt denke, was ein schlauer Fuchs, er zieht die Flanke vor. Vor allem dieses, was könnte er meinen? Genau, er geht nicht durch die Mitte. Ja. Und er hat noch ein Bild mitgeschickt in Uniform mit Signatur drunter. Also das ist mein kleiner Jüngerstolz. Der Schrein. So. Richtig lustig wurde es dann aber erst zwei Jahre später, als er verstarb, oder zweieinhalb Jahre später, als er verstarb. Hm. Da war ich gerade in Sarajevo als Offizier und dann starb er. Das wurde dann, klar bekamen wir mit, wir Offiziere. Und dann haben wir eingeladen zu einem Ernst-Jünger-Abend. Das ist die Originaleinladung, DIN A4, haben wir ans schwarze Brett gehängt in der Kaserne dort. Ich lese mal vor, ja. Am 17. Februar ist der Schriftsteller Ernst Jünger verstorben. Er wurde 102 Jahre alt und verkörpert unser Jahrhundert in besonderem Maße. Das richtet sich in der Tat nur an Offiziere, die Einladung, oder? Zu seinem Gedenken findet am 4. März eine Lesung aus seinem Kriegstagebuch In Stahlgewittern statt. Dabei werden besonders markante Auszüge aus den Beschreibungen des Stellungskrieges, des Grabenalltags und der Angriffsbewegung in der Materialschlacht gelesen und durch kurze Klavierstücke gegliedert. Mhm. Mhm. Das war ein voller Erfolg, wie ich mir erinnern kann, oder? Hauptmann Hoffmann hat Rachmaninow gespielt auf dem Klavier. Und das Ganze fand im Klavierzimmer im Balkanbunker statt, mitten in Sarajevo. So nannten wir das damals. So, es gab einen Riesenärger. Wir haben diesen Abend durchgeführt. Da waren 6-7 Leute, der Rest, niemand hat es interessiert. 6-7 Leute, war klasse. Danach einen Riesenärger beim General, das habe ich alles beschrieben, muss ich nicht nochmal wiederholen. Du meinst im Rakim Ickmann? Ja, genau, Rakim Ickmann. Ja. Und dann auch so nochmal, glaube ich, irgendwo in der Zeitschrift. Das ist,
Das war so dermaßen jämmerlich, diesen Juristen von der Bundeswehr gegenüberzustehen, die meinten, man hätte hier alle Grenzen überschritten, überschreiten können. Ist ja niemand zu Schaden gekommen und die alles über Jünger wussten, obwohl sie noch nie eine Silbe von ihm gelesen hatten. Ich habe die dann wirklich gefragt, was haben sie gelesen? Die haben auch immer von Ernst Jäger geredet und nicht von Ernst Jünger. Und so. Es war so, irgendwie ein paar Jahre später war es dann auch vorbei für mich mit Militär und das, dieser Abend war dann ein Argument, mich da raus zu befördern. Das waren keine Speidels mehr. Nee, das war auch für mich. So, das war es dann schon mit Jünger. Also ich hab ihn nicht. Ich kenne Leute meines Alters, die ihn ganz, ganz, ganz einfach aufgesucht haben und so. Aber ich hatte immer einen heiden Respekt auch davor, einfach irgendwo einzurücken und zu sagen, grüß Gott, hätten Sie mal bitte 2 Stunden Zeit für mich. Man kennt ja selber die Situation, man will ja auch nicht von wildfremden Leuten aufgesucht. Man will eigentlich auch nicht ständig angequatscht werden. Genau. So sieht es aus. Das hat auch mich immer ein bisschen zurückgehalten, da mal auf. Aber Oberschwaben war auch weit, weit weg damals noch. Ja, für mich nicht. Gell. Ja. Aber wir wollen vielleicht, wenn wir jetzt so Richtung Ende gehen, Jünger hat dann ja zum 100. Geburtstag und auch zu seinem Tod nochmal eine mediale Aufmerksamkeit erfahren, die, glaube ich, vorher nie so da war. Also Titelblätter, ich weiß noch, habe ich jetzt leider nicht hier, aber dass die Titanic aufmachte, als Jünger seinen 100. hatte, 100 Jahre Ecstasy, Drogengott Jünger feiert Geburtstag. Mhm. Oder das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Ja. Und das i-Tüpfelchen war dann eigentlich, wo man sagen kann, jetzt ist eigentlich Jünger in den BAD-Kanon eingemeindet worden. Also mit Kohl und mit naja, Kohl losmarschiert ist, oder? Genau, aber das war ja letztlich nur für interessierte FAZ-Publikum. Mhm. Aber spätestens, als er eine Briefmarke bekommen hat, und zwar nicht irgendeinen absurd hohen Wert, 5,55 Mark, sondern ich glaube, das war eine ganz normale Briefmarke zum normalen Brief freimachen. Das war kurz nach seinem Tod. Mhm. Spätestens da kann man im Grunde nichts mehr gegen Jünger haben. Mhm. Und das ist ja eigentlich unser, ich will nicht sagen Leid, aber so ein bisschen diese Lücke, über die man immer so ein bisschen reden muss. Wie kann es eigentlich sein, dass also der Vorzeigeschriftsteller der BAD, ja, also Bundesverdienstkreuz am Bande mit Ordenkreuz und Schleife und Briefmarke, so vielen Leuten ist das, glaube ich, nicht passiert, dass der immer noch in diesem Ruch steht, irgendwie so einer nicht von uns zu sein. Ich kann mich erinnern, ich habe vor vielleicht 2 Jahren im Bundestag irgendwie so einen Vortrag gehalten, mal auf Einladung von Frank Pasemann, glaube ich, über Ernst Jünger. Und da stand dann Nikolaus Fest auf und merkte an, dass Ernst Jünger ja kein Demokrat gewesen sei. Wie also er denn, woher jetzt die Vorbildwirkung kommen könne. Eine der schlauesten Bemerkungen, die hier über Jünger so, ich will damit nur sagen, dass also, ja, was will ich damit sagen? Also die... Das Werk umfasst 24 Bände, jeder findet, was er braucht, oder wie? Ja. Haben wir denn Fragen? Ja. Bitte. Komm, wie sieht es überhaupt aus mit der Zuschauerzahl? Das wollen wir jetzt mal live hören hier. Also wir haben derzeit 580 Zuschauer, das schwankt immer so ein bisschen. Das ist auf jeden Fall mehr als beim Salon kommen. Mhm. Also, nochmal, das ist natürlich so... Ist das jetzt infantil, wenn man sich darüber ärgert, dass man Jünger auf der Briefmarke sieht? Dass nein, man sagt, ich ärgere mich doch gar nicht. Nein, er wird jetzt konsumierbar. Ich fand's gut, ich bin auch ein Philatelist, wie du weißt. Ja, weiß also nicht ich, ja, wirklich, Mann, aber jetzt, du weißt doch, was ich meine. Also wenn jetzt jeder Sepp Jünger liest, weil man eben sagt, den muss man jetzt halt lesen, den lesen wir jetzt wie den Eichendorff und den Goethe und nachher lesen wir auch noch ein bisschen Thomas Mann und der Jünger gehört halt auch dazu. Ja. Ist das dann blöd? Also sagen, es wäre doch irgendwie besser... Die Leute würden den gar nicht so toll finden und lesen, weil er halt doch irgendwie ein scharfer Zahn ist. Ja? Na gut, die Hoffnung, also sag mal, worum man sich immer zurückziehen kann, ist ja erstens, die Leute verstehen gar nicht, was sie lesen. Das ist ja mal einfach. Mhm. Oder die lesen als Falsche. Mhm. Und ich glaube nicht, dass Ernst Jünger, also ich meine, wir sehen ja jetzt auch die Publikationspolitik des Verlages. Das ist wirklich also löblich. Die Neustadt ist richtig klasse. Genau. Ja. Jetzt kommt aber Geheime Feste ist nicht klasse. Da waren irgendwie jetzt Naturbeobachtungen. Ja, ja. Und da gab es davor schon die subtilen Jagden, die sind gut. Und da ist ja auch dieses wirklich starke Nachwort von Telkamp drin. Ja. Und jetzt haben sie nochmal Geheime Feste. Jetzt kommt dann Greta Jünger, die Frau Jüngers. Jetzt kommt dann vielleicht irgendwann noch Jüngers Katzen oder irgendwas. Ich will jetzt gar nicht so hämisch werden. Ich will nur sagen, also man darf sich... Man melkt die Kuh halt ja, auch. Ja, und man darf sich auf keinen Fall diese
fulminante Erstlektüre Jüngers irgendwie nehmen lassen. Also das halte ich wirklich ganz wichtig, dass das auch heute noch fulminante Erstlektüre betrieben werden kann. Und da, jetzt machen wir mal unseren Kanon auf, was muss man gelesen haben von Jünger? Kommt das, machen wir jetzt. Genau, Stahlgewitter. Also Stahlgewitter ist überhaupt keine Welche Fassung? Frage. Welche Fassung? Das ist bei Stahlgewitter nicht ganz uninteressant. Also ich habe schon die erste gelesen. Nee, ne? Die hast du nicht gelesen. Die habe ich gelesen. Ja. Die erste Fassung, die gab es ja nur einmal, ja, die kannst du genau. gar nicht gelesen Doch, haben. Die hat, natürlich habe ich die gelesen. Die habe ich in der Bibliothek in Heidelberg gelesen. Glaube ich dir nicht. Also du hast eine Fassung, die du für die erste hieltest, gelesen. Ich habe irgendeine Fassung gelesen, die ich für die erste Fassung hielt. Ja? Und, also ich will mal kurz sagen. Da standen zwei erste Fassungen drin und das Schwein, der Fälscher. Genau, das hätte dich schon mal irritieren müssen. Nein, es war wirklich die erste Fassung, garantiert. So, ich habe dann noch eine gelesen, die steht jetzt auch im Regal. Das war die Fassung aus der Gesamtausgabe, Nein. der ersten oder zweiten. Genau, mit zweiten. Mit surrealen Bildern vorne drauf. Ja. Ja. Also ich will mal sagen, die mir liebste, ja. Also wir haben ja die jetzt Gelegenheit. Der Stahlgewitter-Experte. Fresse, muss ich gar nicht sein. Ja. Weißt du warum? Das hat mir der Professor Kiesel das abgenommen. Ja. Aber mir ist diese von 1934 am liebsten. Warum? Warum? Jünger lädt die Stahlgewitter an den 20er Jahren nochmal nationalistisch auf. Das heißt, er sieht, dass aus dem Erlebnis alleine kann man nicht allen Nektar saugen, den wir jetzt brauchen, um die nationale Revolution nach vorne zu bringen, und haut nochmal richtig was rein. In dem Moment, wo die Oberförster die Macht übernehmen, sagt er, oh, wir wollen ja dieses Werk retten, nimmt die ganzen Nationalismen wieder raus und schleift die ganze Sache grundlegend runter. Und zwar nicht so wie in der 70er-Jahre-Ausgabe der letzter Hand, sondern wirklich aus meiner Sicht gültig. Also, gut. Wer den Jünger in Stahlgewitter, also, 30er-Jahre-Ausgabe. Das Wort eines Kenners. Danke. Doch, ja. Also die 35er. Ja. Stahlgewitter. Kam als inneres Erlebnis. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Abenteuerliche aber, Herz. Aber hier, in der Ausgabe jetzt, ne? Hier, ja. Genau. Abenteuerliche Herz, erster Fassung. Ja. Auf jeden Fall. Ja. 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 Natürlich den Arbeiter, die totale Mobilmachung über den Schmerz. Genau, und beim über den Schmerz würde ich sagen, da sollte man sich antiquarisch diese Ausgabe, wie heißt das, Steine? Blätter und Steine. Blätter und Steine. Die steht hier auch im Regal. Kann man die gerade mal rüberreichen, bitte? Das ist die rote da, glaube ich. Ich muss ein bisschen suchen. Die, links, leer geworden, die rote. Regal, die rote. Rotes Buch links. Weiter links. Links, ja. Jawohl. So, diese Blätter und Steine, das ist eine Zusammenstellung von mehreren Essays, die du nanntest. Und das ist so nie wieder erschienen. Vor allen Dingen ist dieser epigrammatische, wie nannte er den? Epigrammatischer Anhang. Der erste Epigramm lautet wie? Gott und Götter. Ja. Er hieß in der ersten Fassung noch, es gibt Gott und Götter, glaube ich. Aber das ist auch so Jünger. Also Jünger hatte ja auch eine Neigung zu Aphorismus. Und zwar nicht die schlechteste. Und diese Blätter und Steine halte ich für, das ist, halte ich für, das ist wichtig. Ist auch eins meiner Lieblingsbücher. Genau, so, muss man besitzen. Marmorklippen. Ja, aber nicht in der Fassung, muss ich leider sagen. Das ist die Nachkriegsfassung. Da hat er nochmal schwer dran geschliffen, wie es so seine Neigung war. Die 39er, 40er Ausgabe ist für Chris für 10 Euro. Ja. Strahlungen. Ja, aber nur in der Erstausgabe. Mhm. Da hat Jünger auch massiv rumgeschraubt. Ja, ja. Ich glaube, das ist die Erstausgabe hier. Hat ja zu einer Diskussion geführt, welchen Authentizitätswert Tagebücher dann überhaupt haben. Bin da also ununterbrochen der Erinnerung nachgeholfen wird. Gut, aber die haben keinen großen. Mhm. Ja, so. Das gibt ja nur die lustigen Geschichten, dass da, ausgerechnet da, wo sie keinen haben sollten, hatten sie dann einen. Nämlich, ich glaube, in diesem Buch schon kommt ja verklausuliert zum einen diese Ravot-Sache vor, also mit der Geliebten, dem Burgunderglas, und zum anderen Celine. Ich weiß gar nicht, wie lautet der Deckname von Celine? Habe ich jetzt irgendwie vergessen? Ja, warte mal. Aber egal. Jedenfalls kommt Celine drin vor, der ihn ja anschnauzt, so nach dem Motto, was ist eigentlich mit euch? Lohnt nicht richtig, ihr deutschen Soldaten, ihr habt die Macht und bringt die nicht alle um, also die Juden. Mhm. Und das war schon für damalige Leser klar, wer das ist. So. Und damit hat er im Grunde eine Grenze überschritten, weil da, glaube ich, auch der ein oder andere vielleicht sogar juristische, aber mindestens publizistische Protest dran hing. Aber nach der Erstausgabe 49 gab es eine Bertelsmann-Ausgabe. Und die ist so runterfrisiert, die darf man niemals in die Hand nehmen. Also hier nur die Erstausgabe. Mhm. Strahlungen. Ja. Denn die Essays der 50er Jahre, also die Friedensschrift haben wir ganz vergessen, ja. ist natürlich für Jüngers Schriftstellerbiografie unglaublich wichtig. Wichtiger ist aus meiner Sicht fast, was wir auch nicht gesagt haben, über die Linie. Das ist seine Nihilismus-Schrift. Und da muss ich sagen, da habe ich
kapituliert. Ne? Also ich habe über die Linie gelesen und dann Heideggers Antwort über die über Linie. Über die Linie, ja? Genau. Ja. Und da dachte ich zum ersten Mal, das ist mir jetzt so viel an Andeutung und so verschwurbelter Vermutung, dass ich da nichts, genau, lass uns wesentlich bleiben, daraus gewinnen kann. Die muss man nicht zwingend lesen, es sei denn so. Nein. Aber den Waldgang muss man lesen. Waldgang muss man lesen, Weltstaat. Ja. So. Jetzt muss ich sagen, da wird es bei mir jetzt hinten raus dann dünne. Ich habe mich seltsamerweise mit dem Sanduhrbuch eine Weile beschäftigt, weil ich diese andere Form des Zeitvergehens, dieser plastischen Form, nicht dieser mechanischen Zeigerform, sondern der rieselnden, die oben weniger wird und sich unten anreichert, das hat mich schon sehr fasziniert. Also, Sanduhrbuch? Nein, muss nicht sein, kann man machen. Aber ja. Annäherung und Drohung und Rausch? Nicht, das ist nämlich auch, das wissen viele nicht, die es nicht gelesen haben, das ist biografisch unglaublich interessant, weil er da aus jeder Lebensphase im Grunde was blicken lässt. Ja. Insbesondere auch aus dieser frühen, also Weimarer Republikphase, wo er da in Hannover noch stationiert ist, und dann beschreibt er im Grunde in aufsteigenden Form die Drogengenüsse. Vom Bier bis zum LSD, genau, im Grunde. Ja. Also alle, genau. Und dann aber auch den Rausch des Marsches, der Müdigkeit. Genau. Und also so es ist eigentlich so wirklich ein ziemlich großartiges Buch, muss man sagen. Mhm. Diesen Rivarol, Der wird nicht so wertgeschätzt, glaube ich, wie er müsste. Hab ich auch nicht wertgeschätzt. Ja, weil das ist im Grunde ein großartiger Essay über das Konservativsein. Inwieweit jetzt die Aphorismen von Rivarol gut übersetzt sind, kann ich beurteilen. Im Französischen, außer ein kleines Frühstück bestellen, da reicht es noch zu. Ja, also sickert so aus. Ich habe weder Eumeswil noch Heliopolis gerne gelesen. Gläserne Bienen ist ganz nett und so weiter. Das sind aber alles nicht die... Aber jetzt kommen wir ja noch dazu, also die Tagebücher 70 verweht, das ist, wenn man später den Kamin mal hat, den muss man nicht haben. Mhm. Aber er hat ja auch später viel aphoristische Sachen geschrieben, zum Beispiel dieses Schere, wie heißt das Buch? Die Schere, genau. Das ist so eigentlich sein letztes richtiges Buch. Und dann dieses Auto und Autorschaft. Genau, und das ist ja wirklich teilweise sehr auf den Punkt gebracht, schon Davila-mäßig so. Also aber trotzdem, wir wollten ja jetzt... Wir wollten uns jetzt konzentrieren. Jetzt haben wir schon wieder sehr viele Werke aufgeblättert. Ja. Also komisch, bei mir konzentriert sich am Ende doch auf 4, 5 Werke. Also Stahlgewitter, Marmorklippen, Abelhöhe Herz, erste Fassung, Arbeiter und Mobil machen, würde ich mal sagen. Schmerz, das ist eine Sache hier. Marmorklippen, Und dann Marmorklippen, Strahlung und Waldgang. Und das sind so die entscheidenden. Damit kann ich leben. Ja. Wunderbar. Ja. So. Ja. Ja, vielleicht noch ein Wort, müssen wir noch mal anbringen. Es sind, glaube ich, mittlerweile ungefähr 20 Briefwechsel von Jünger erschienen. Was hältst du von Jünger als Briefeschreiber? Also der Briefwechsel Schmidt-Jünger. Hm? Ja. Also das ist bei ihm eine Gattung. Ja. Absolut. Ich meine das anders. Also es gibt ja wirklich Leute, die können Briefe schreiben, wie zum Beispiel Gottfried Benn. Mhm. Gottfried Benn ist ein begnadeter Briefeschreiber gewesen. Wenn man, kennst diesen Oelze-Briefwechsel, den gab es ja früher nur Benn-Briefe ohne die Oelze-Briefe. Das ist so, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Bei Jünger muss ich sagen, die Briefe sind im Grunde fast alle langweilig. Mhm. Also der Briefwechsel mit Schmidt ist natürlich interessant, weil er zeitgeschichtlich interessant ist. Mhm. Aber ich kenne eigentlich nur einen Briefwechsel, wo es eine Phase gibt, wo Jünger mal auf sich rausgeht. Und das ist der Briefwechsel mit Gerhard Nebel. Allerdings der so bis 45, 46, 47, 48. Ansonsten hat er eine Art von Distanziertheit seinem Briefpartner gegenüber. Auch der Heidegger Briefwechsel, der ist im Grunde nichtssagend. Das ist schon faszinierend. Wie einer, der wirklich was kann, was sieht, unglaublich viel kennt, gut formulieren kann. Dass diese Briefschaften, also ich bin da jedes Mal... Da sind im Grunde noch mit auch die besten noch die Mona-Briefe, die wir nicht abdrucken durften. Ja? Also deswegen meine Frage, was sagst du zu Jünger als Briefschreiber? Ich habe da nicht viel gelesen. Hm. Also ich habe Schmidt-Jünger, da hast du sehr recht, als zeitgeschichtliches Dokument gelesen. Und Schmidt hat ja auf so eine bestimmte Art hintenrum über Jünger unglaublich geurteilt. Ne? Ja. Also der hat in dem Glossarium. Ja, genau. Also der hat ihn ja gefressen gehabt auf eine Art, ne? Und hielt ihn auch für keinen präzisen Denker und so weiter und so fort. Da ja. noch eine Lust, das ist gut. Die Sache, Glossarium ist ja nach Schmidts Tod erschienen. Mhm. Aber der Jünger hat noch gelebt. Mhm. Das muss schon wehgetan haben. Ja, genau. Live die Meinung von Schmidt aus den 50er Jahren über ihn. Und zwar ungefiltert. Feierlich, sondern ganz böse. So, ja. Nee. Gut. Fragen. Komm, ich frage.
Also, ich habe jetzt mal aus allen Fragen da rausgesucht. Was sind Jüngers literarische Einflüsse und was würde er heute schreiben? Gut, Einflüsse. Also er hat extrem viel gelesen, Hamann. Er hat sehr, sehr viel Schopenhauer gelesen. Er hat eben, wie gesagt, Stirner der Einzige in sein Eigentum gelesen. Er hat die großen Romane gelesen, also Baudelaire, aber dann eben auch Flaubert und Victor Hugo und so weiter und so fort. Er hat Blois gelesen. Er hat sowieso, ganz interessant, als junger Mann nach dem Krieg mit seinem Bruder, dem Friedrich Georg Jünger, den haben wir jetzt doch nicht erwähnt. Aber machen wir nächstes Mal. Machen wir irgendwann mal. Ja. Hat er wirklich gesagt, dass er jetzt vorhat, sich systematisch die Literatur zu erarbeiten, also auf Gesamtwerk zu lesen, den ganzen Goethe, den ganzen Stifter, den ganzen XY und so weiter und so fort. Ja. Ja? So, und also er sagt auch in Interviews immer wieder, dass ein Tag ohne Lektüre ein verlorener Tag sei. Er sagt noch was viel Krasseres, dass er nämlich manchmal das Erleben durch die Lektüre für wichtiger erachtet hat als das tatsächliche Erleben. Und zwar sogar im Krieg. Da gibt es diese berühmte Szene, als er in einem Vormarsch zu einem Angriff hin Tristram Shandy liest. Ja? Und diese Lektüre immer wieder unterbrechen muss, weil sie halt weiter vorrücken müssen. Und dann wird aber weitergelesen in irgendeinem Trichterloch oder in irgendeiner Etappe. Dann wird er verwundet und liest als Verwundeter weiter, bekommt Rotwein und Mittel und liest immer irgendwie weiter. Und im Lazarett liest er auch weiter. Und er sagt, dass das sich als der rote Faden durch diese Tage zog. Also die Lektüre war für ihn eigentlich das prägende Element dieser Tage. Gar nicht so sehr das, was er auf dem Feld erlebt hat. Ja, kannst jetzt sagen, es ist wieder stilisiert und so weiter. Aber ich glaube schon, dass wir beide auch diese versinkende Art des Lesens kennen. Also dass man wirklich sagt, man kann sich an bestimmte Aufenthalte vor allem deswegen erinnern, weil man dort dieses oder jenes Buch las. Und zwar so las, dass man es wirklich nicht weglegen konnte. Ich will jetzt hier noch kurz eine Ergänzung vielleicht. Also Wimbauer hat damals die Personenregister der Tagebücher eines Jüngers gemacht. Und aus dem Personenregister kann man ja schon ablesen, was er besonders viel rezipiert hat. Natürlich kommen da die Klassiker vor wie Nietzsche. Aber es gab einen Streitpunkt darüber, wie wird Jünger auch von Goethe geprägt ist. Und da gab es immer so, Jünger ist quasi unbeeindruckt von Goethe, wurde damals so steil behauptet. Und da hat Wimbauer den Nachweis gebracht, ich glaube, Jünger kommt hier irgendwie 50.000 Mal vor, Goethe, dass also die Goethe-Lektüre durchaus ein ganz wesentlicher Baustein auch gewesen ist. Naturbetrachtung und so weiter, das muss nicht extrem wichtig gewesen sein. So, was würde Jünger heute schreiben? Was würde heute schreiben? Tagebücher. Okay, ich hatte jetzt gedacht, bei Jünger gibt es eigentlich nur zwei Extreme. Ja. Er würde einen Blog machen oder kann nichts mehr schreiben. Aber klar, gut, Tagebücher, die würde er, das wäre ja dann 100 verweht, genau, 100 verweht wäre jetzt dran. Ja. Die zweite von drei Fragen, was können junge Menschen 2020 aus der Jüngerlektüre ziehen? Also das würde jetzt den Punkt, wenn ich ansetzen darf, berühren, den wir jetzt nicht berühren konnten, weil das im Grunde ein eigenständiger Vortrag gewesen wäre, diese Frage nach dem unbekannten Soldaten und dem Arbeiter. Und die Gestalt des Arbeiters haben wir vorhin gestreift. Der Arbeiter ist nicht der Proletarier, der Arbeiter ist nicht der Werksarbeiter, der Fabrikarbeiter, sondern derjenige, der weiß, dass man in der Moderne, in der technisch durchwirkten Moderne, die Welt entlang technischer und wirklich durchdringend übergreifender Mechanismen zu ordnen hat. Dass das also auch auswegslos ist. Auch das Internet ist auswegslos. Wir kommen nicht mehr drumherum. Und es muss immer diejenigen geben, die das organisieren und die das, damit meine ich jetzt nicht die technische Organisation, dass das Internet irgendwie läuft, sondern die sozusagen den planetarischen Charakter dieser Technik begreifen. So, und die das auch kalt durchexerzieren. Also die einfach sagen, das ist jetzt eben das, was unsere Zeit prägt und wir machen es. Dazu gehört, beispielsweise auch die komplette Frage nach der Gentechnik, die komplette
Frage nach der Machbarkeit des Transhumanismus, die komplette Frage nach der Optimierung der Gebrechlichkeit des Menschen, das sind alles Dinge, die in die Arbeitswelt gehören, in die Arbeiterwelt. Die Gegenfigur, nicht die Gegenfigur, sondern die Komplementärfigur, ist der Erleidende, der eben nicht am Schalthebel sitzt, sondern der derjenige ist, der diesen Übergang zu einer planetarisch geordneten Welt mitzutragen hat und der bei diesem Vorgang, der ein Brachialvorgang ist, ein disruptiver Vorgang, unter die Räder kommen kann. Im Ersten Weltkrieg war das, der ja auch ein technischer Krieg war, der unbekannte Soldat. Heute würde ich diesen unbekannten Soldaten nicht mehr in Deutschland verorten, bei diesen weltweiten Vorgängen, die wir erleben, sondern das ist dann der Lithiumkratzer im Kongo, die seltene Erde aus dem Boden holt, damit wir unsere Handys betreiben können. Oder das kleine Mädchen am Webstuhl in Bangladesch, das eben dafür sorgt, dass wir bei Ernstings Family für 2 Euro uns eine neue Hose kaufen können. Und das meine ich jetzt mit Jünger gesprochen nicht moralisch, sondern beschreibend. Also es gibt natürlich heute die Leidtragenden der planetarischen Neuordnung. Darf ich das so unterbrechen? Frage. Also wir haben jetzt bitte, die Frage gehabt, was kann man daraus ziehen? Also man kann zum Beispiel unsere gegenwärtige Welt besser verstehen, ja? Wenn man das Deutungsmuster des Arbeiters, der Ablösung des bürgerlichen Zeitalters anlegt. Ja? Da ist natürlich nicht alles drin. Zum anderen ist aber, glaube ich, was eine Grundvoraussetzung ist, auch um Jünger überhaupt, um Jünger zu lesen, also das ist wie so eine Art Wechselverhältnis, man versteht das 20. Jahrhundert einfach besser. Weil er war an mehreren entscheidenden Situationen beteiligt. Der unbekannte Soldat. Gut, das wäre der historische Gewinn. Sozusagen. Genau, so, den gibt es ja auch noch. Ja. Also, ja. Und dass man dann vielleicht den Waldgang noch haben als eine gewisse Anleitung, wie kann ich mich verhalten. Mhm. Ja. Das ist natürlich nicht nachmachbar. Ja, das ist erstmal, das ist eine Anleitung, aber du kannst nicht von 0 auf 100 gehen. Du kannst nicht sagen, ich habe gerade die Schule verlassen, habe bis jetzt also geglaubt, dass irgendwie Helmut Kohl Deutschland gerettet hat und dann, ich bin jetzt ein Waldgänger. Also dazwischen liegt halt was. Aber ganz banal, Lektüre schadet nie. Nee, also oder selten. Das ist natürlich, und es ist halt natürlich ein absolutes Gegenmittel gegen die Schwarz-Weiß-Geschichtserzählung. Also das ist auch was ganz, ganz Wichtiges. Deswegen sind doch die Gespräche so wichtig. Ja, da kommt nämlich, mein Lieblingszitat kommt nicht vor, haben wir verzweifelt gesucht. Mein Lieblingszitat von Hans Jünger ist nämlich die Antwort auf die Frage, was fanden Sie am Ersten Weltkrieg am schlimmsten? Dass wir ihn verloren haben. Doch, das kommt da drin vor. Nein, habe ich nicht gefunden. Und das habe ich dir damals am Telefon vorgelesen. Okay. Und jetzt werde ich dir das nochmal raussuchen. Bitte. Du kannst ja so lange die dritte Frage beantworten. Ja, was war die dritte Frage? Die dritte Frage wäre, wie beurteilt ihr den Anarchen im Verhältnis zum Waldgänger oder im Vergleich zum Waldgänger? Ach, das ist das ist ein anderer Name für dieselbe Figur im Grunde. Aber dazu kann Götz sich aber sagen. Götz ist nämlich mittlerweile ein ganz großer Anarchen-Fan. Nein. Hat er mich heute schon hier geäußert. Ja, also der Anarch. Gut, ich suche mal weiter. Du beantwortest mal die Frage. Das ist ein Gespräch mit Gero von Böhm. Ja, ja. Und ich weiß, das kommt als Paraphrase vor. Genau, das kommt als Paraphrase vor. Anarch, mal schauen. Genau. Ja, ja. Und irgendwo links unten, ich habe so ein Ortsgedächtnis. Bei Anarch und Waldgänger. Also Anarch und Waldgänger. Der Waldgänger ist ja derjenige, der sagt, er leistet weiterhin Widerstand. Aber er macht es eben unterm Radar zunächst. Also er zieht sich zurück in die Wälder. Es hat keinen Sinn mehr, offene Feldschlacht zu machen. Es hat keinen Sinn mehr, sozusagen mit entblößter Brust dem Panzer entgegenzulaufen oder der Übermacht des Staats oder der Übermacht der Diktatur oder der Übermacht dessen, der uns hier einfach wegkassiert und umbringt, wenn wir nicht aufpassen, sondern wir müssen das in den Wäldern tun. Das ist im Grunde sogar der Kaczynski-Typ. Ja, der sich eben zurückzieht und im entscheidenden Moment die Bombe zündet oder irgendwelche Dinge treibt. So, der Anarch, der hat den Widerstand eingestellt. Der Anarch, der hat nur noch ein Ziel, nämlich sich keinem fremden Gesetz zu unterwerfen, sondern seine eigene Lebensmelodie zu pfeifen, egal wie die Lage ist. Das ist der Anarch. Und der ist ja abgesetzt vom Anarchisten, aber hat diesen anarchistischen Zug mit im Namen. Er ist derjenige, der die Herrschaft
über sich ablehnt. Also er ist sein eigener Herrscher und sonst niemand. Genau. So, und er hat den Widerstand eigentlich eingestellt. Das ist so diese späte, genau, von Jünger, ja, als früher getarnte Rezeption von Max Stirner. Genau. Der Einzige und sein Eigentum. Name, ja. Also das ist Waldgänger und danach der Waldgänger leistet noch Widerstand, danach nicht mehr. Er kümmert sich im Grunde nur noch um seine eigene Unversehrtheit. Gut, jetzt lese ich so, mal zu meiner Schande. Ja, stimmt in der Tat. Also ich glaube, du hast mir das in der Tat wirklich, ja, damals, ich glaub, gesagt. Ich glaube, das war Seite 404 damals. Ja, unten, ne? Unteren Bereich. Genau, ja, ja, ja. Ja, links unten. Ne? Jünger sagt also im Gespräch mit Gero von Böhm, übrigens wurde in Peronne ein Denkmal zur Erinnerung an den Ersten Weltkrieg eröffnet. Ist schon 2-3 Jahre her. Ich war eingeladen und wurde dann auch von Journalisten ausgefragt. Die sagten, was war denn ihr schrecklichstes Erlebnis in dem Ersten Weltkrieg? Und da habe ich gesagt, dass wir ihn verloren haben. Das hat die Leute sehr verblüfft. Aber das ist doch für einen Soldaten eigentlich eine ganz selbstverständliche Antwort. Hm. Hat er recht? Ja. Der Ernst. Ganz stark, ja. Genau. Aber nicht, das ist natürlich insofern nicht, also, naja, das ist ein schwieriges Thema. Haben wir noch eine Frage? Die letzte Frage, ja, wird es ein ähnliches Format auch zu Karl Schmidt geben? Wir werden dieses Format zu allen großen Denkern der Welt anbieten, wenn die Corona-Krise noch ja 10 Jahre dauert. Ja, und jetzt war da so ein schöner Abfinder. Entschuldigung, ja, genau. Na, bitte, sag noch. Nein. Na doch, jetzt, aber jetzt, du hast sicher einen besseren. Ja. Komm. Auch wenn Corona, wenn es Corona nicht mehr gibt, werden wir das Format vermutlich fortsetzen, oder? Stimmt, weil weißt es macht echt, es freut. Genau. Also Spaß, ja, nicht, es macht Freude. Es macht Freude, ja. Genau, ja, genau. Genau. Also so, vielen Dank, dass ihr alle hier so dabei wart, Sie, ihr. Ja, und dass wir dieses... Die Leute, halt die lag der schon zusammen, also, im Chausseekram oder was? Nicht nur im Chausseekram. Ja. Also, hat uns sehr gefreut und zeigt uns auch, dass diese Salonveranstaltung nicht zwingend an Berlin, Dresden, Hannover, sonst wie gebunden ist, sondern dass wir den Pandemisten dieser Welt ein Schnippchen schlagen können und ins Netz ausweichen. Danke und einen schönen